Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo. Der René. Halli, hallo. Und die Sonja. Hallöchen. Heute gibt's wieder Artikel. Einmal Artikel für alle, bitte. Immer, wie ich lustig bin. Du bist lustig. Manchmal, ein bisschen. Manchmal. Sonja ist gut drauf, wir merken schon. Der Klassenerhalt wurde geschafft. Richtig. Das können wir doch mal feiern heute, oder? Zur Feier des Tages reden wir über Fußball. Tun wir nicht. Ich hoffe, meine Stimme hält die heutige Sendung durch, weil ich habe gerade gehört, letztes Jahr waren es 3 Stunden. Ich hoffe, es wird heute diesmal ein bisschen schneller. Ja, dann musst du deine Feiereien vor so einer wichtigen Sendung einfach auch mal ein bisschen runterschrauben. Ja. Ne? Musst du mal Prioritäten setzen, nennt man sowas. Was ist dir wichtiger? Ich wollte diese Folge ja viel später machen. Noch später? Ja, weil auch dieses Jahr später bekannt gegeben wird. Über was sprechen wir denn heute überhaupt? Renés Lieblingssendung ist heute. Genau, wir raten die Nominierten zum Spiel des Jahres. René würfelt sie aus. Wir versuchen sie zu raten, so wie das alle mittlerweile machen, ne? Nein, Matthias hat mir den guten Tipp gegeben, ich muss gar nicht würfeln. Ich soll einfach hier Captain Obvious nehmen und dann ist gut. Das können wir noch ausdiskutieren, ob das wirklich die Captain Obvious Titel sind. Also, ich habe in Vorbereitung zu diesem Spiel des Jahres 2024, das Orakel-Folge, habe ich die Folge vom letzten Jahr nochmal gehört. Und dort hatte ich ein kleines Trinkspiel, ein quasi virtuelles Trinkspiel gemacht. Immer wenn Dorfromantik genannt wurde, musste man einen trinken. Ich würde das dies Jahr wieder machen mit einem Spiel, aber das sage ich später, oder? Welches das wohl sein mag. Ja. Genau, wie gesagt, ich habe die Folge vom letzten Jahr nochmal gehört, was wir da so verzapft haben. Wollen wir nochmal kurz über die Preisträger vom letzten Jahr reden? Ganz kurz. Ganz kurz, ganz kurz, ganz genau. Kurz. Kinderspiel des Jahres wurde letztes Jahr Mysterium Kids und auf den Plätzen war Carla Caramel und Gigamon. René, du kannst dazu was sagen. Ja, zum Gewinner. Da haben wir auch letztes Jahr oder als bekannt gab, schon gesprochen. Ja, ist halt ein schönes Kinderspiel. Was soll ich jetzt groß dazu sagen? Ja, nein, aber du hast es gespielt, ich habe es gespielt. Ich fand das cool. Das war ja dieses mit dieser Trommel. Ne? Genau, mit diesem Tambourin, wo du halt Karten oder Hinweise ertrommeln oder erklopfen musstest. Und die anderen mussten halt raten, welches der ausliegenden Bilder du da wohl gemeint haben könntest mit deinen Klopfgeräuschen. Und ich glaube, gerade für Kinder ist das nochmal ein ganz schöner Level der Abstraktion, weil du halt überlegen musst, du hast, weiß ich nicht, da liegen Bilder von von einem Hammer und von einem Regenschirm oder sonstiges oder einer Bowlingkugel. Und das Kind muss jetzt versuchen, diese Karten irgendwie oder diese Geräusche irgendwie sich vorzustellen erstmal, was macht denn ein Hammer für ein Geräusch und das dann so darstellen, dass die anderen das noch wieder erkennen können. Also für Kinder ist das schon sehr herausfordernd, glaube ich. Aber das, nur die für, Runden mit Kindern, nur für Kinder? Da hat es immer gut funktioniert. Nur für Kinder? Für manche Erwachsene ist es auch eine unlösbare Aufgabe. Das ja, ist aber es gibt ja wirklich doch manchmal so, wie mache ich jetzt so einen Hammer mit so einem Tambourin? So, ne? Einmal draufschlagen, ja okay, ist langweilig. Aber ja, fand ich cool. Das Gigamon ist mittlerweile auch bei uns hier eingezogen, ist sogar noch da, weil mein Kleiner war irgendwie mal beim Spieletreff hier im Dorf irgendwie oder von der Gemeinde. Und er meinte, ich habe Gigamon gespielt, das ist total cool. Und dann hat er das zu Weihnachten noch gekriegt. Das ist so eine Memory-Variante. Also finde ich auch immer noch ganz cool. Wollen wir gleich zum Spiel des Jahres übergehen? Wenn ich mein Trinkspiel jetzt fortsetzen würde, müsste ich jetzt ein Trinken. Dorfromantik hatte gewonnen. Fun Facts und Next Station London waren die nominierten Spiele. Und du warst traurig, dass es gewonnen hat. Ja, ich mag Dorfromantik immer noch nicht. Also ich verstehe den Hype. Also, ja.
Vielleicht war ich ein bisschen anti, aber ich mag, wie gesagt, ich habe auch noch keinen Bedarf gehabt, wo ich sage, so, oh, das würde ich jetzt gern nochmal spielen. Nee. So von den drei ganzen Spielen würde ich jetzt so sagen, so, ey, ich habe gar keine Lust auf keins von denen. Also ich habe ja Dorfromantik in meinem Kollegium vielen empfohlen, weil die haben so gefragt, zu Weihnachten, was kann man da verschenken? Und dann habe ich vielen empfohlen, besorgt euch Dorfromantik. Und viele sind der Empfehlung gefolgt. Und ich habe dann nach Weihnachten gehört, ja, ist überall super angekommen. Ja. Außer von einer Kollegin, die tatsächlich ein bisschen Probleme hat, in das Spiel einzusteigen, weil für sie einfach dieses kooperative Spielen, das war schwer für sie begriffen zu werden. Naja, also kam da, hat er wirklich gesagt, ich habe mich gestern mit meinem Mann hingesetzt und wir wollten das mit unserem Sohn spielen und dann haben wir aber nicht verstanden, ob wir es richtig machen. Weil den hat wohl wirklich so dieses Gegeneinander und irgendwie jeder für sich und dass man einfach gemeinsam eine Plättchenauslage erstellt, das war für die sehr, sehr ungewohnt. Genau, wenn sie wirklich unsicher waren, ob sie es richtig spielen. Wenn du einfach irgendwie gar nicht in diesem Hobby drin bist und dich von irgendwie Mensch, ärgere dich nicht, kommst und dann ein kooperatives Spiel ist vielleicht für viele auch. Aber dann war es ja eigentlich die richtige Entscheidung, oder? Um mal zu zeigen, was möglich ist, ja klar. Genau. Ja. Also ich finde es jetzt auch okay, Dorfromantik als Spiel des Jahres dazu haben, nur ich mag es halt nicht. Ich muss das ja auch nicht mögen. Na, musst du ja nicht, genau. Ja. Ja, also, aber wenn es Leute gibt, die sagen so, wir fanden das ganz merkwürdig, wir kannten sowas gar nicht, ist es tatsächlich ja auch ein korrekter Hinweis zu sagen, so, guck mal hier Leute, solche Spiele gibt es auch. Es gibt nicht nur gegeneinander, es gibt auch miteinander. Genau, es gibt da halt mehr. Ja, ist schon okay, also es passt schon. Fun Facts war ja dieses Partyspiel mit, am nächsten Tag trifft man sich und wirft irgendwelche Gummistiefel über den Sportplatz, ne, das war das Spiel. Und Next Station London liegt bei mir seit einem Jahr jetzt im Schrank und ich habe jetzt gestern auch, als ich die Folge gehört habe, so gedacht, so brauche ich es noch? Also das ist die Frage, es könnte jetzt sein, dass das bei mir auch noch rausgeht, weil ich da auch keine Lust drauf habe irgendwie. Ich schon, ich hatte mir dann das Next Station Tokyo auch noch geholt, was ja ein bisschen komplexer ist, das hat mir aber nicht so zugesagt. Da fand ich das London wie so ein bisschen fluffiger und ja, einfach schöner. Und jetzt kommt ja dieses Jahr noch Paris, was nochmal einsteigerfreundlicher sein soll. Mhm. Ist dann die Frage, ob es dann zu wenig bietet, wenn man das London kennt. Ja, es ist halt jetzt so die Frage, so, du machst erst so ein mittleres Spiel, dann machst du ein komplexeres Spiel und dann machst du ein einfaches Spiel. So, wo holst du die Leute da jetzt ab? So, ne? Das ist natürlich jetzt so. Aber ja, Dorfromantik wurde ja auch weiter gepflegt, ne? Es kam ja die Duell-Variante. Das wäre vielleicht was für deine Kollegin gewesen. Wobei ich habe selber nicht gespielt, aber das, was ich gehört habe, was ich auch zum Beispiel beim Pressetag so am Nebentisch gesehen habe, da war die Begeisterung eher nicht so. Und ich kann es mir auch nicht so vorstellen, weil gerade da bei dem Duell fehlt ja so dieser Kampagnenaspekt oder dieses, ich baue mir was auf, ich entdecke was, ich kriege immer mehr dazu, es kommen neue Elemente rein, das gibt es ja beim Duell nicht. Da spielst du ja jede Partie mit denselben Plättchen und kriegst eben nichts Neues dazu. Ich habe es ja wie gesagt nicht gespielt, aber ich habe das für mich abgehakt, das brauche ich nicht. Ja, fühlt sich halt so ein bisschen so danach an, ey, wir haben jetzt Spiel des Jahres gewonnen, wir müssen jetzt irgendwas hinterher schieben, um nochmal, ich will jetzt nicht sagen, die Kuh zu melken, das klingt immer zu blöde, zu böse. Die Marke zu pflegen. Die Marke, genau, ja. Machen wir es so, die Marke zu pflegen. Es soll ja, glaube ich, dieses Jahr auch nochmal was Neues kommen, ne? Also ich glaube, anderes Setting habe ich jetzt irgendwo Leuten hören. Okay. Dass da was unterwegs ist. Ich weiß bisher nur von einer Mini-Erweiterung, die rauskommt, wenn Pegasus seinen neuen Standort eröffnet. Das zweite Lager heißt das denn, oder wie? Ja. gut. Bienmal nochmal Kennerspiel. Hatte gewonnen Challengers und Iki und Planet Unknown waren die Nominierten. Challengers, ja. Ist ja auch immer noch, war ja damals, letztes Jahr mein Favorit. Aber gefühlt ist das jetzt auch so, ja, weiß ich nicht. Also so, es gab ja auf der Messe die Beach Cup Standalone Box. Die habe ich mir auch besorgt und da habe ich auch gestern nochmal drüber nachgedacht, so brauche ich die? Brauche ich die wirklich? So, das ist so, ich habe sie halt auf der Messe einmal gespielt, ich habe sie hier halt einmal ausgepackt.
hab die Karten gesleeved und mehr ist mit dem Spiel auch nicht passiert. Also, Naja, das ist ja immer das Problem mit den Erweiterungen, die jetzt nichts Grundlegendes ändern, sondern hier dieses More of the Same bieten, weil das macht ja Beach Cup eigentlich. Ne? Es bringt ja jetzt keine neuen großen Mechaniken rein, es bringt neue Karten rein. Ja, es kommt ja schon. Es verändert das Spiel jetzt nicht drastisch, was jetzt da an Änderungen drin ist. Das ist richtig, ja. Ne? Deswegen ist es ja auch eine Standalone-Erweiterung. Ne? Du kannst alleine spielen und wirst immer noch Challengers spielen. Ja, du spielst jetzt kein anderes Spiel, wenn du nur das alleine spielst. Ja, sie haben ja noch so ein paar Bug, also quasi so ein Patch, ne, im Computerspiel würde man sagen, so ein paar Patches gemacht, so. Der Turnierplan ist so ein ganz bisschen angepasst worden. Also so ein paar kleinere Änderungen, so Balancing-Patches gemacht, ne. Und ein bisschen diese Trainerfähigkeiten, aber ich weiß nicht, ob. Ne? Und wenn du das Spiel halt, ich sag mal, du sagst, es landet noch regelmäßig bei auf dem Tisch, aber wahrscheinlich auch nicht jede Woche. Nee, es landet bei uns gar nicht mehr. Ich habe das, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr gespielt oder seit der Messe nicht mehr gespielt. Ja, also. Und dann bringen halt Erweiterungen in dem Sinne dir auch keinen Vorteil, ne? Ja, klar. Ja, wenn du das, dann kommst du mit dem Basisspiel, wenn du es alle Jubeljahre einmal auspackst, kommst du mit dem Basisspiel genauso weit. Ja. Da brauchst du nicht viel mehr. Das ist halt so dieses. Das Basisspiel würde wahrscheinlich reichen, aber dann ist wieder so dieser Komplettion, nee, wie heißt das, dass ich alles vervollständigt haben will, ne? So Sonja mit ihren Munchkin, aber wenn ich da rationell rangehen würde, würde ich sagen, das Grundspiel würde mir wahrscheinlich reichen, das kann ich auch mit 8 Leuten immer noch spielen und ich habe nicht alle Fähigkeiten der einzelnen Fraktionen jetzt da irgendwie schon durch und vor allem nicht im Kopf. Nee, vor allem nicht. Ja, du kennst sie nicht auswendig und die ganzen Kombinationsmöglichkeiten auch nicht mehr. Deswegen vielleicht, ich weiß es noch nicht, mal gucken. Ich hatte sogar alles in eine Schachtel mehr oder weniger sortiert, das habe ich jetzt neulich alles nochmal wieder getrennt, weil mich das, ne, weil ich auch so diese Sache so, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich ein Spiel habe und eine Erweiterung dazu stecke, dass ich weniger Bock auf das Spiel habe. Verstehst du, weil ich denke so, oh, jetzt brauchst du ja weiter und nee, ich will einfach nur das Grundspiel spielen. Ich habe auch mein Dune wieder irgendwie so ein bisschen reduziert mit, ich habe diese zweite Erweiterung daraus sortiert, weil die fand ich irgendwie nicht so gut und dann hindert es mich denn so, das Spiel zu spielen. Da können wir vielleicht in irgendeinem Freispiel nochmal drüber reden. Das führt jetzt, glaube ich, hier zu einer Diskussion, die nicht zielführend ist. Wir haben ja noch genug vor der Brust, was wir heute besprechen wollen. Wir haben noch so ein paar Sachen. Wollen wir vielleicht nochmal sagen, was wir gesagt haben oder interessiert euch das jetzt nicht so? Nö. Gut. Dann machen wir das halt nicht. Ist im Ablauf, wenn ihr da reingucken wollt. René, wir haben gar keine Werbung gemacht. Ich wollte eigentlich Werbung vorneweg machen. Wofür denn? Für NordVPN. Für Nord. Ich dachte Bett 1 oder so. NordVPN. Den neues. Nein, wir machen keine Werbung für NordVPN, denn wir, die Bretterwisser sind werbefrei, ne? Genau. Alles, was wir brauchen, kriegen wir von unseren Hörern oder haben wir bisher von unseren Hörern bekommen. Zum einen wollen wir keine Werbung hier und dieses, hier, Koro Drogeriemarkt. Oh, Anne, was hast du denn da wieder bestellt? Diese schön gefakten Werbung, die finde ich noch schlimmer. AG1. Kommt bei uns bestimmt gut. Jetzt schreibe ich hier schon Unterstützung per NordVPN in die Kapitel Mark. Nein, also wir wollen werbefrei bleiben. Ja, bitte? Genau, und deswegen rufen wir regelmäßig dazu auf, uns finanziell zu unterstützen, wer das kann. Wir machen das über die altmodischen Daueraufträge des deutschen Bankensystems. Sprich, man kann uns einfach sagen, ich möchte eine Einmalspende, eine Einmalunterstützung machen oder einen kleinen Dauerauftrag, was auch immer euch da einfällt. Das Schöne bei den Daueraufträgen ist ja, jeder Cent kommt auch genau so an, wie er abgeschickt wurde, weil kein Kreditkartenunternehmen, keine Plattform oder sonstiges dazwischen ist.
Und das war für uns ja dann schlussendlich irgendwann der beste Weg, das zu machen. Wer uns aber nicht finanziell unterstützen kann oder möchte, kann uns natürlich auch auf andere Weise unterstützen. Zum Beispiel in dem Podcast-Portal eurer Wahl. Auch von mir aus, auch auf Spotify. Du hast es gesagt. Ja, könnt ihr uns eine Bewertung hinterlassen, einen Kommentar hinterlassen. Das hilft uns dann, weiter verbreitet zu werden, so wie der klassische YouTube-Algorithmus auch, werden wir dann nach oben gespült. Ja. Oder was weiß ich, wohin immer uns auch diese Podcast-Bewertungssysteme einem hinspülen. Aber schaden kann das auf jeden Fall nicht. Ansonsten auch gerne über Social Media weiterverteilen, unsere Homepage oder unseren Podcast direkt den Link dazu. Das wäre auch eine super Unterstützung. Ja, genau. Wer irgendwie über WhatsApp uns noch die News über die Folge bekommen möchte, also wir, normalerweise, wenn wir eine Folge veröffentlichen, fällt die in so einen Podcatcher rein, wenn man den benutzt. Wenn man jetzt bei Spotify gelandet ist, kriegt man vielleicht das manchmal gar nicht mit. Ich weiß nicht, wie das da genau funktioniert. Ich habe auch mal einen WhatsApp-Kanal Gott, funktioniert schon gar nicht hier heute nach 20 Minuten, eingerichtet. Da pushe ich dann auch immer rein, wenn die Folge online kommt. Dann könnt ihr die euch dann direkt auch anhören. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. WhatsApp-Kanal-Link ist in der Beschreibung. Gut. Ich hätte eine Frage der Woche. Habt ihr Lust? Ich habe mein Steam Deck. Na klar. Ich habe mein Stream Deck gar nicht angeschlossen, sehe ich gerade. Muss ich das per Hand machen? Ich spiele mal den Dirk und dann können wir darüber diskutieren. Ja, hier ist wieder der Dirk vom DSD Brettspiel Podcast. Ja, jetzt stehen ja demnächst wieder die Spiel des Jahres Nominierungen an. Und ich weiß ja, dass unter euch auch die Meinung vertreten wird, die Jury wisse, was sie tue und sei richtig weise. Aber wo hat sich die Jury denn mal so richtig vergriffen? Oder welches Spiel, was sich mittlerweile als Klassiker herausgestellt hat, hat die Jury fälschlicherweise überhaupt nicht auf dem Plan gehabt. Ja, bis dahin wünsche ich euch mal schönes Diskutieren darüber und Glück auf! René, ist genau dein Humor, ne? Ja. Wo hat sich die Jury? Die Jury. Sehr gut, der kann das live on the fly hier. Ja. Also immer, wenn du jetzt heute Jury sagst, dann bitte mit Echo. So, ja. Ich fasse nochmal zusammen. Gibt es irgendwelche Spiele, wo du denkst oder wo ihr denkt, na, war jetzt vielleicht nicht ganz so gelungen. Da hätte man in dem Jahr vielleicht was anderes wählen sollen. Sonja, fällt dir irgendwie spontan was ein? Also mir ist spontan Splendor in Sinn gekommen, wobei in dem Jahr ja Camel Up gewonnen hat, was ich nach wie vor ein großartiges Spiel finde. Von daher weiß ich nicht, ob es man, wenn man es direkt gegeneinander abwägen muss, ob es dann nicht die bessere Wahl war. Aber Splendor ist so ein Spiel, was ich finde, was heute noch super funktioniert. Mit den Pokerchips auch tolles Material hat. Pokerchips, geil. Wäre sicherlich auch ein würdiger Sieger gewesen. Aber auch Camel Up mit der Pyramide zum Würfeln. Hm. Es hat natürlich auch einen Aufforderungscharakter. Prost. Ich weiß, du magst das Wort. Ja, nee. ja, deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass sie da komplett daneben gegriffen haben. Ich habe mich heute, ich beschäftige mich ja gerade nochmal so ein bisschen mit dem Sekundärmarkt und denke mir nochmal so, ach, Kingdom Builder hast du eigentlich ganz gerne gespielt. Ich weiß noch, dass das ja auch eine riesige Diskussion war, warum Kingdom Builder gewonnen hatte. Das waren das 2012. Ja, aber da muss ich sagen, Kingdom Builder ist eins der Spiele, was mich zu den Brettspielen zurückgeholt hat, zusammen mit Dominion. Ich habe mir heute ein Hunter und Kronen Video von vor 12 Jahren angeguckt. Das war auch sehr lustig. Oder 11 Jahre. Also es war auf jeden Fall ein ganz frühes Hunter und Kronen Video. Ja, aber ich glaube nicht, dass das, also ich war auch eher ein Kingdom Builder Befürworter, obwohl ich auch damals in dem Jahr das Vegas gerne gesehen hätte oder das Las Vegas.
Wäre wahrscheinlich auch ein guter Preisträger gewesen, aber ich glaube, so ein richtiger Ausfall war doch so hier dieses Vörkel? Villa Paletti? Na, aber ja? Ich tue mich schwer mit, das war ein Ausfall. Ja, aber was ist denn, okay. Also zum einen zeigt sich das ja im Zweifelsfall immer sowieso erst nachher. Mhm, ja. Na? Ein Spiel, das alle hypen und dann noch Spiel des Jahres wird und zwei Monate später spricht keiner mehr drüber. Ist das ein Fehlgriff? Oder ist das nur ein Fehlgriff, wenn sich die Community mächtig drüber aufregt? Ja, okay. Aber wenn du, also es gibt ja halt Spiele, die haben ja halt, die schaffen es ja in diesen Klassiker-Status. Ne? Ich scrolle hier gerade so durch, so ein Alhambra ist da, du hast einen Zug um Zug, du hast ein Zoloretto, was auch lange gepflegt wurde und glaube ich immer noch irgendwelche Erweiterungen rauskommen. Da gab es gerade erst eine Neuauflage. Ja, oder, aber dann hast du halt auch Spiele, wo du sagst so, da ist jetzt der Mantel der Zeit oder der, ne, so drüber, so Ton und Taxis, Niagara. Ja, aber ist das ein Fehlgriff? Also, oder hat sich das Spiel halt einfach danach nicht mehr durchgesetzt? Wie gesagt, also es gibt genug Spiele, wo der Hype vorher auch groß genug war und danach auch keiner mehr drüber spricht. Das ist richtig. Und dann sagt keiner, oh, das war ein Fehlgriff. Die meisten sagen nur, es war ein Fehlgriff, wenn sich genügend Leute schon vorher drüber aufregen, was gewählt wurde. Und deswegen tue ich mich da etwas schwer mit die Jury. Irgendwie dazu zu. Oh, du bin immer noch im Echo. zu kritisieren. Ja. Ich wollte sagen, das war ein Fehlgriff. Okay, gebe ich dir. Finde ich schwierig. Ich bin jetzt keiner, der die Jury da hart groß vertreten muss, weil die können sich ja, glaube ich, selber ganz gut wehren. Deshalb finde ich die Frage tatsächlich eher schwierig oder ungünstig. Aber Spiele, die, es gibt halt, ja, ne, was ich halt meine, es gibt halt Spiele, die sind halt da und dann sind sie auch ganz schnell wieder weg, ne? Wir hatten ja das Broom Service, das war dann auch irgendwie so, okay, es ist jetzt Kennerspielpreis, aber ich setze jetzt mal gleich so, das war ja auch gefühlt auch ganz schnell wieder weg, ne? Wir haben über das Living Forest in der letzten Sendung sehr viel diskutiert. Aber es kommt auch immer drauf an, aus welcher Sicht du, also, ich weiß nicht, ob Enike, der typische Familienspieler, der halt irgendwie im Jahr das Spiel des Jahres kauft oder vielleicht mittlerweile auch das Kennerspiel des Jahres dazu, ob die das genauso sehen, ob die nicht einfach sagen, das sind ja unsere paar Spiele, die wir zu Hause haben, die spielen wir immer noch rauf und runter. Ja. Klar ist das. Oder wenn du jetzt sagst, weiß nicht, Dorfromantik, hat sie sich vergriffen? Aus deiner Sicht ja. Aus der Sicht vielleicht von Sonjas Kollegin, die jetzt gesagt hat, oh, guck mal, wir haben was komplett Neues kennengelernt dadurch, aus deren Sicht nicht. Nein, ich finde ja auch Dorfromantik ist okay, nur ich mag es halt nicht. Ne? Aus deiner Sicht ist es nicht der richtige Preisträger. Gut, dann könnte man ja sagen, aus meiner Sicht hat sich die Jury in folgenden Spielen vergriffen. Das kann ich aber auch sagen. So, da haben sie die falsche Wahl getroffen. Ja, aber das kannst du doch auch nur sagen, wenn du den Jahrgang überblickst und konkret benennen könntest, was das Bessere gewesen wäre. Also, ohne den Jahrgang zu kennen, finde ich, kann man ja auch nicht sagen, sie haben eine falsche Entscheidung getroffen, weil dafür musst du ja die Vergleiche kennen. Aus den drei Nominierten. So. Warum muss ich hier eigentlich gerade gegen zwei Leute diskutieren? Ich habe doch hier einfach nur die Frage abgespielt. Ja, du versuchst die Frage zu verteidigen, dann. Ja. Muss ja damit klarkommen. Verteidige ich hier gar nichts mehr. Also, ihr steht hinter jeder Entscheidung der Jury und ihr kritisiert sie nicht. Sehe ich das richtig? So, Sonja, nein, ich finde, natürlich kann man eine Auswahl kritisieren, aber als Fehlgriff zu bezeichnen, finde ich halt schwierig. Und ja, da musst du aber tatsächlich auch mal eine, wie Sonja eben meinte, eine große Analyse eigentlich fahren, um mal wirklich zu sagen, was war denn wirklich
eine schlechte Entscheidung, was war eine gute Entscheidung? Was ist zum Klassiker geworden? Ist es zum Klassiker geworden, weil die, Moment, die Jury das ist gut. Gewählt nutzt hat. Sich ein bisschen ab auf Dauer. Oder weil es einfach das gute Spiel war, also. Ja. Vielleicht müsste man mal so bei Boardgame Geek mal so eine Statistik über die Spiele des Jahres, wie die gerankt sind oder wie die bewertet sind. Ja, das ist auch wieder eine spezielle Zielgruppe, ich weiß, aber. Genau. Ja, aber alle, die würden ja dann relativ zueinander alle stehen. Dann wär's ja, könntest du ja rausfinden, wo du sagen so. Viel spannender wäre ja, nicht nur das aktuelle Ranking bei Boardgame Geek zu wissen, sondern wie über welchen Zeitraum das Spiel welche Rankings bekommen hat. Weil, wie sehen die Rankings vor der Verleihung aus, vor dem Titelvergabe? Wie sehen die nach der Titelvergabe aus? Und wie lange hält sich das? Es nutzt ja nichts, oh, innerhalb von einem Monat alle volle Punktzahl und danach ein Jahr lang gar keine Bewertung mehr. Oh, ich hab ein Projekt für Göttingen René, der möchte irgendwie mit APIs rumspielen. Ich habe gesagt, vergiss das bei der Boardgame Geek API, da habe ich schon mit rumgespielt. Never. Kannst du nicht einfach jeden Tag irgendwie einmal das Rating rausziehen pro Spiel? Das müsste doch gehen, oder nicht? Ja, aber diese API ist so 2000er, also da klopfen die 90er noch an, wenn du die benutzt. Und da gab es noch keine APIs. Damit möchte man nicht arbeiten. Und ich glaube, die Nutzungsbedingungen untersagen es einem auch. So scrapen? So upscrapen oder sowas? Ja. Das führt jetzt auch nur wieder zu einer 3-Stunden-Sendung. Deswegen, ja. Wie gehen wir jetzt aus dieser Frage raus? Next, please. Ja, also ich möchte die Juryarbeit nicht bewerten, einfach weil es, glaube ich, eine Riesenaufgabe ist, so viele Spiele im Jahrgang zu spielen, auch in anderen Gruppen zu spielen, Leuten beim Spielen zuzuschauen und dann eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, dass selbst die Jurymitglieder, das haben sie, glaube ich, auch in einigen Interviews schon mal gesagt, rückblickend für manche Jahre auch sagen, ja, es war dann vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber es war in dem Moment für die Jury die beste Entscheidung. Und ich glaube, es ist eine schwere Entscheidung, jedes Jahr aufs Neue. Aber ja, also wie gesagt, von Fehlgriffen würde ich da auch nicht reden. Und natürlich kann man auch immer, muss man immer ein bisschen schauen, dass man es nicht mit seiner eigenen Meinung ein bisschen zu sehr verbindet. Weil es geht halt darum, irgendwie das Spiel zu finden, was einen Großteil Spieler oder auch neuer Spieler begeistern könnte. Genau. Also draufhauen ist immer einfach. Ja. Und hinterher sind wir alle schlauer. Das sowieso. Was wohl Mississippi Queen darüber denkt? Aber naja, ist egal. Gut. Also, wir wollen heute raten, orakeln mit den Hörern zusammen über die nominierten Spiele. Sonja, kannst du uns vielleicht mal sagen, wie jetzt so der Zeitablauf ist? Der Zeitablauf jetzt zu. Ja, das hatte ich ja eingangs schon versucht zu erwähnen. Normalerweise war zu dieser Zeit sonst schon immer die Bekanntgabe der Nominierungen. Mhm. Und zwar so war das immer so Ende Mai. Deswegen war es relativ überraschend, dass es plötzlich 11. Juni ist. Also am Montag, dem 11. Juni um 16 Uhr, wird es wieder einen YouTube-Stream geben. Wahrscheinlich wieder voraufgezeichnet zum Teil auf jeden Fall. Und ja, da werden die Nominierungslisten bekannt gegeben, also die sogenannten Longlists, wo alle Titel drauf sind. Und zum Ende hin dann die 3 Nominierten in jeder Kategorie. Und ich fand es erst ein bisschen verwunderlich, weil wie gesagt, das sind jetzt irgendwie knapp ja, 3 Wochen später als in den Vorjahren. Da hat uns unser ehemaliger Kollege Matthias einen guten Hinweis gegeben. Früher waren ja die Kinderspiele des Jahresverleihung früher, weswegen halt auch die Nominierungen früher bekannt gegeben werden mussten. Und wahrscheinlich kann man sich jetzt ein bisschen mehr Zeit lassen, weil ja alle 3 Preise am 21. Juli in Berlin verliehen werden. Das ist wieder Sonntag, ne? Das ist wieder Sonntagabend. Am Wochenende der BerlinCon. Du wirst vor Ort sein, ne? Ich gehe momentan davon aus. Du
Ja, du bist ja auf der BerlinCon, sagen wir es mal so. Ich bin auf der BerlinCon, aber Abendveranstaltung an dem Abend, wo man abreisen will. Und ich habe letztes Jahr feststellen müssen, dass es nicht die beste Idee ist, gegen 22 Uhr in Berlin auf die A2 zu fahren, weil das ganz, ganz viele LKWs auch tun. Und das eine sehr anstrengende Rückfahrt war. Deswegen muss ich schauen, dass ich entweder früher loskomme oder ob man doch noch eine Nacht dranhängt. Das steht noch nicht ganz fest. Aber geplant ist es. Genau. Heute kam eine Mail von der Spiel des Jahres Jury. Vom Verein Spiel des Jahres. Da stand irgendwie drin, das ist jetzt ein bisschen später wegen Fußball-EM. Ich weiß gar nicht, bis wann geht denn die EM? 14.07. ist das Finale. Genau, vom 14.16. bis 14.07. Also sie haben es um eine Woche verschoben, denn quasi. Die Frage ist, hat es die BerlinCon auch um eine Woche verschoben oder ist das alles ein Zufall oder wie wissen wir, naja. Also die war letztes Jahr vom 14. bis zum 16. und jetzt ist sie quasi die Woche später, wobei der 14. Sonntag ist, also gefühlt ist die BerlinCon zur gleichen Zeit wie immer. Ob die jetzt auch ist 19. bis 21. Ob die auch dem Fußball aus dem Weg gegangen sind? Ja, könnte ja sein können. Mit Sicherheit. So, wenn Deutschland im Finale ist, ist BerlinCon wahrscheinlich dann auch, naja, für Sonja und Micha dann nicht so spät. Keine Ahnung. Also das, warum das jetzt geschoben und wissen wir nicht und ist eigentlich auch. Also wäre die Mail nicht gekommen, hätte mich das gar nicht gewundert, weil es für mich einfach so Mitte, Ende Juli ist halt immer BerlinCon und Spiel des Jahresverleihung. Ja. Wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass man da irgendwas bewusst geschoben hätte. Ja, ob es jetzt am 14. oder am 21. Juli ist, ist jetzt auch egal eigentlich, ne? Ja. Wie gesagt, das Einzige, was mir aufgefallen war, ist eben, dass die Nominierungen später bekannt gegeben werden. Aber es ist auch in Ordnung, da es eben durch diese eine Verleihung, die dann erst im Juli ist, kann man sich ja auch einfach die Zeit nehmen. Genau. Aufgrund dessen habe ich mal Kontakt zum Nico aufgenommen und ihn gefragt, ob durch die Verschiebung der Nominierung die Deadline quasi auch verschoben wurde. Also die Jury hat ja mal gesagt so, ey, bis Ende März sollten die Sachen veröffentlicht sein oder da sein oder weiß nicht genau, wie da jetzt der Terminus genau ist, aber so Ende März ist immer so. Also um Ostern habe ich mir immer so ein bisschen gemerkt. Das passt auch nicht immer, ne? Also Ende März, und der Nico hat geschrieben, es ist auch weiterhin da geblieben, plus wahrscheinlich ein paar Tage nach hinten, aber jetzt nicht um 4 Wochen oder sowas. Ist vielleicht auch nochmal eine wichtige Info, weil viele Spiele sind jetzt ja auch im April irgendwie noch rausgekommen. Die sind dann wahrscheinlich dieses Jahr nicht dabei. Also da hat sich dann halt nichts so geändert. Genau, aber was glaube ich auch undurchsichtig ist, ich weiß nicht, ob es schlimm ist oder nicht, ob man jetzt wirklich einen offiziellen Release nimmt, zu dem es auch im Handel frei verfügbar ist, oder dass man sagt, wenn die Verlage das jetzt schon Mitte, Ende März bereitstellen, obwohl die richtige Veröffentlichung erst im April oder später ist, da bin ich mir halt so nicht so sicher, ob es der Jury reicht, dass die Spiele bei denen vorliegen und dass die Spiele auf jeden Fall im Handel sind, sobald die Nominierung oder die Vergabe ist. Oder ob sie wirklich sagen, das Spiel muss bis Ende März im Handel verfügbar sein. So, Sonja, das ist ja quasi die Überleitung, die ich eigentlich gerade jetzt doch unter den Tisch fallen lassen wollte, aber ich mache es fast jetzt trotzdem noch auf. Ne? Also, wir haben ja die letzten 2 Sendungen auch immer zum deutschen Spielepreis-Voting aufgerufen. Und da hat ja der, da wurde ja eine Liste veröffentlicht mit Spielen, die wählbar sind. Ne, sogar mit irgendwie Monatsangabe, März 24 oder sowas. Wie genau das jetzt ist, wissen wir nicht. Aber es gab halt eine Liste. Wäre es nicht schön, wenn jetzt sagt, dass die Jury auch irgendwie Ende März oder um Ostern oder Mitte April oder irgendwann auch eine Liste herausgibt, wo sie einfach sagen, diese Spiele sind jetzt in der Auswahl. Intern. Für uns. Wie du sagst, es ist intern. Es ist eine interne Liste, die geht in meinen Augen den Rest der Welt nichts an. Ja, aber was haben die denn da zu verheimlichen?
Da steht ja nicht, wer für welches Spiel votet. Es ist einfach, für mich wäre es einfach so ein Zeichen von Transparenz, damit man halt sehen könnte. Klar ist das jetzt ein erste Weltproblem, was nur die Influencer vielleicht interessiert und vielleicht interessierte Brettspieler aus der Brettspielbubble. Aber es wurde halt auch geschrieben vom Nico, es gibt eine Liste, ne, weil es wurde sich drüber aufgeregt, dass wenn Influencer irgendwie sowas schreiben, dass die Jury hoffentlich kein Spiel durchrutschen lässt, weil das jetzt irgendwie im April rausgekommen ist, dass das nächstes Jahr nicht untergeht. Da wurde halt geschrieben, es gibt eine Liste, eine digitale Liste. Die Jury vergisst das nicht. Ja, warum veröffentlicht ihr sie nicht einfach? Wo ist das Problem? Wem würde es schaden? Ich sehe es halt eher so, also die Jury sagt ja auch ganz offen, wenn Spiele ausgezeichnet werden, dann begründen wir das und geben das bekannt. Aber sie geben ja explizit nicht den Negativfall bekannt. Einfach wahrscheinlich auch, um kein schlechtes Licht auf die Spiele zu werfen, die es nicht geschafft haben. Was ja nicht heißt, dass es schlechte Spiele sind. Die sind halt nur nicht so herausragend wie die, die sie auf den Listen gesetzt haben. Und genau da könntest du jetzt hingehen und sagen, okay, ich habe hier eine Liste und diese 15 Spiele wurden empfohlen oder nominiert. Und die anderen sind ja dann schlechter und einfach, damit man diesen Vergleich vielleicht nicht ziehen kann. Natürlich kann man sich überlegen, was ist in dem Jahr erschienen, was hat es nicht geschafft, aber einfach, damit man das halt nicht so schwarz auf weiß hat. Ja, aber wenn ich sehe, dass ein Akropolis jetzt nicht nominiert worden ist, im letzten Jahr weiß ich, dass die Jury es halt schlechter fand. Oder haben sie es vielleicht doch nicht gesehen? Keine Ahnung. Also klar würde das vielleicht nochmal ein Fass für Diskussionen öffnen. Mit Sicherheit. Verstehe ich. Aber erstens sollten sie darüber streiten und zweitens sagen sie ja auch, wir möchten so transparent wie möglich sein. Nico hatte in einem Podcast mal genau dieses Wahlverfahren erläutert, was auch irgendwo nicht niedergeschrieben ist. Vielleicht interessiert ja auch keinen eigentlich, aber es wurde da halt kommuniziert. So, warum nicht? Naja, ich glaube schon, dass du ein Problem hast, dass Leute halt in alles Mögliche was rein interpretieren. So. Und aufgrund was auch immer, landet jetzt ein Spiel zum Beispiel nicht in dieser Liste. Vielleicht hat sich einer vertan, das Spiel war zu spät, das Spiel wurde gar nicht vom Verlag zur Verfügung gestellt, was auch immer. Es würde auf jeden Fall eine Diskussion entstehen, warum vielleicht Spiel XY gar nicht auf dieser Liste draufsteht. Und ich glaube schon, das wäre keine zielführende Diskussion an der Stelle. Und was hilft es dir oder anderen Leuten, von dieser Liste zu wissen? Ich hätte es jetzt für diese Folge, hätte ich es einfacher. Warum? Weil ich dann wüsste, dass ich ein paar Spiele streichen könnte. Ja. Aber das ist doch auch schon ein sehr elitäres Problem. Also ja, natürlich ist das, habe ich ja auch gesagt, das ist ein Problem, was so ein paar Leute, aber oder nicht ein paar Leute, es würde wahrscheinlich schon mehr interessieren, was da überhaupt auf dieser Liste steht. Ja, aber solange du wie beim DSP nicht selber abstimmst aus einer Liste, wo die sagen, das sind die abstimmungswürdigen Titel, ist es ja auch tatsächlich egal. Und wenn du jetzt sagst, oder du wählst ein Spiel, was aus irgendwelchen Gründen nicht von der Jury in Erwägung gezogen wird, kannst du ja trotzdem sagen, das wäre ein tolles Spiel. Würdest gerne das nominieren? Ich würde diese Diskussion jetzt abbrechen, weil ihr habt vorher gesagt, wir sollten nicht so viel diskutieren im Vorfeld. Also ich bin dafür, dass da so eine Liste irgendwo mal veröffentlicht wird. Ihr seid dagegen, okay, fair. Aber sonst haben wir gleich wieder eine 3-Stunden-Sendung. Ja. Okay. Siehst du, Sonja, jetzt bin ich hier mal der schmeiß ich hier. Ist so gut, wir haben unsere Standpunkte jeweils klargestellt und können jetzt weitermachen. Die Hörer können sich gerne im Discord mal beteiligen, was sie davon halten würden, was deren Meinung ist. Das können sie ja auch gerne tun. So, also, ich habe ja, oder wir haben wieder aufgerufen, uns Hörerbeiträge zu schicken. Im letzten Jahr haben wir es so gemacht, wir haben die Hörerbeiträge uns angehört und immer unseren Senf dazugegeben zu so Spielen, die halt noch nicht aufgetaucht sind. Und genauso würde ich das jetzt erstmal wieder dieses Jahr machen. Was haltet ihr davon? Mhm. Ja. Die Hörerbeiträge sind über die WhatsApp-Nummer gekommen. Ich kann sie ja nochmal nennen. Das ist die 0170544443.
Könnt ihr euch fürs nächste Jahr merken. und genauso wie im letzten Jahr starten wir wieder mit unserem Jüngsten. Der heiratet bestimmt schon bald oder sowas, ich weiß es nicht. Hallo, liebe Bretterwisser. Hier noch meine Tipps für das Spiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres. Fangen wir mit dem Spiel des Jahres an. Da denke ich, dass Knarr, Rituals mit Celia nominiert werden und dass entweder Knarr oder Rituals das Rennen gewinnen wird. Es ist aber schwierig zu sagen, welches von den beiden. Rituals habe ich noch nie gespielt, deshalb ich habe keine Ahnung, wie gut es wirklich ist, aber es soll halt ziemlich gut sein, deshalb habe ich das jetzt einfach hier mal auf meine Tipps draufgepackt. Ich hoffe, dass Knarr gewinnt, einfach nur, weil es besser aussieht als Rituals. Celia ist jetzt einfach nicht so innovativ, aber ich habe gedacht, vielleicht wird es trotzdem Spiel des Jahres, ich bin mir nicht 100% sicher. Aber wäre cool. Beim Kennerspiel des Jahres ist Heat, Zug um Zug und Erde, das wären meine Favoriten. Wobei ich denke, bei Heat, das hatte ich letztes Jahr schon beim Spiel des Jahres, bei meinen Tipps. Ich wusste aber nicht, dass es letztes Jahr nicht nominiert werden konnte. Ich glaube nämlich, dass es dieses Jahr nominiert noch werden könnte. Ich bin mir jetzt auch nicht 100% sicher dieses Jahr. Aber ich denke zwischenzeitlich, dass es ein Kennerspiel ist. Aber man könnte es schon auch noch als Spiel des Jahres nehmen. Aber ich denke, dass es vielleicht Kennerspiel des Jahres werden könnte. Das wäre auf jeden Fall mein Favorit von den dreien, weil ich das echt ein cooles Spiel finde. Es ist relativ variabel auch mit den Strecken und Erweiterungen. Erweiterungen, so Mini-Erweiterungen im Grundspiel. Genau, Erde ist auch ein ziemlich cooles Spiel. Zug um Zug Legacy, auf jeden Fall ein mega cooles Zug um Zug Spiel. Deshalb, die sind auch echt alle drei ziemlich gut. Ich hoffe, dass da Heat das Rennen gewinnt. Und genau, dann wünsche ich euch frohes Spielen und einen schönen Podcast noch. Und genau wie im letzten Jahr hat der David seinen Namen vergessen. Das war der David. Schrieb er mir auch noch bei WhatsApp so, ich habe den Namen wieder vergessen. Scheiße. So, da können wir ja schon mal gleich mal schön rum losdiskutieren. Was haltet ihr denn davon? Oh ja. Wo fangen wir denn an? Ja, im Spiel ist alles angefangen, würde ich sagen, fangen wir auch da an. Gut, Knarr, dieses... Habe ich nicht gespielt. Dieses Wikinger... Kann ich nicht so sagen. Dieses Wikinger-Spiel, dieses Wikinger-Kartenspiel... ich glaube, ich habe das als Schulterzucken The Game bezeichnet. Also ich habe es gespielt. Ja, es hat mich irgendwie überhaupt nicht abgeholt. Man muss halt irgendwie so Karten... nein, ich fand das leider nicht so gut. Das Rituals, oder heißt es Ritual? Es hat kein S am Ende. Also ich weiß nicht, ob der deutsche Titel Ritual sein soll. Also original ist es ja auf Englisch erschienen als Ritual. Ohne S am Ende. Jetzt kann ich tatsächlich mal den Matthias machen der vergangenen Jahre. Das war auf Mallorca der große Hit. Okay. War es wirklich letztes Jahr. Ich habe es jetzt auch schon einmal mit meiner Mittwochsrunde hier gespielt, so einer Vielspielerrunde. Und da kam das nicht so gut an. Mhm. Es ist ja so ein Spiel, wo man nicht, also nicht miteinander sprechen darf. Man versucht halt, also hat eine bestimmte Anzahl an bunten Edelsteinen vor sich und muss dann geheime Aufgaben erfüllen. Also jeder kennt seine eigene Aufgabe und man darf irgendwie nur tauschen, nur mit irgendwie dem, von einem Nachbarn darf man nehmen, man darf allen was geben, man hat so eine Karte, wo man zum Tauschen was hinlegen kann, aber man darf halt nicht miteinander sprechen und ich habe schon auf Mallorca gemerkt, ich bin da nicht so gut drin, da gute Tipps zu geben oder das zu verstehen, was die anderen mir mitteilen wollen, und da haben wir dann gemerkt, das hat in unserer Runde nicht so gut funktioniert. Wir haben es dann nicht einmal geschafft und haben dann irgendwann aufgegeben, was anderes gespielt. Das soll jetzt nicht heißen, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ich werde es auf jeden Fall noch öfter probieren. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich Spiel des Jahres tauglich ist. Ja, ich habe mich da influenzen lassen von einem anderen Podcast, der davon sehr geschwärmt hat. Und da habe ich mir das irgendwie mal noch mitbestellt mit irgendwas anderem. Also ich habe so eine Doppelbestellung, wo ich gedacht habe, ach, jetzt kommst du über Versandkostenfreiheit hinaus, prima. Habe es aber noch nicht gespielt und bin mittlerweile auch eher skeptisch. Außerdem macht dieses Spiel wieder diese komische Sache von wegen, der Ablagestapel ist kein Ablagestapel, sondern der Friedhof der Ahnen oder irgendwie so. Ich denke mir jetzt gerade was aus. Oder du darfst den Stein auf die, weiß ich nicht, höchste Ebene legen oder irgendwie. Also ne, so dieses Ding, wo einfach normale Brettspielbegriffe zu irgendwas anderem umfunktioniert werden, was immer irgendwie schwierig ist. Also eigentlich
bin ich, vielleicht kriege ich es am Wochenende mal irgendwie auf den Tisch, aber ich habe mir die Regeln mal gelesen und habe gedacht so, ach nee, Leute, ne. Mal gucken. Ja, dann geht das Ganze noch auf Zeit. Das war halt für uns so der Frustfaktor, was wir wirklich einfach nicht geschafft haben in dem Zeitrahmen. Ja. Aber brauchen wir wahrscheinlich einfach die richtige Gruppe für. Wie gesagt, auf Mallorca haben fast alle hinterher gesagt, das war das Beste. Also gerade, wenn man es auch in einer schönen größeren Gruppe spielen kann. Ja, und dann hatte der David noch Mycelia genannt. René, dazu kannst du was sagen. Ja, das hat uns, oder das hast du uns ja damals, als wir im Urlaub zusammen waren, vorgestellt. Und das habe ich tatsächlich dann auf der Messe mir auch dann direkt geholt, weil das ja ein lustiges, familienfreundliches einsteigerfreundliches Deckbuilding-Spiel ist, was vom Thema halt auch ja schön in die Familienwelt passt mit diesen Pilzen, die da im Wald umeinander sind, finde ich einen würdigen Kandidaten. Mal eine ketzerische Frage. Ist das noch rote Kategorie? Auf jeden Fall. Du hast ja das Basisspiel, das ist in meinen Augen wirklich einsteigerfreundlich. Und das bisschen komplexere, wobei damit wird es in meinen Augen eigentlich immer noch nicht zum Kennerspiel, aber das, was es zum Kennerspiel machen könnte, diese zusätzlichen Karten, die kommen ja dann erst in der Erweiterung und ich glaube, dass dadurch, durch dieses Basisspiel, was wirklich einsteigerfreundlich ist, außer die Symbolik, die vielleicht besser sein könnte, weil es dadurch immer relativ viele Fragen gibt, auch bei geübteren Spielern, weil sie, und da frage ich mich auch, wie es ist, wenn man eine Gruppe ransetzt, die was sich ist, das alleine beibringen muss. Genau, was ich ist, glaube, wenn deine Kollegin auch jetzt mit dem Spiel anfängt? Ja, ich habe ja noch nicht zugeschaut, wie ich Spiel lernt. Ja, aber so hypothetisch, ne? Also. Nein, ich glaube auch, dass es schon grenzwertig ist von der Komplexität und von der Zugänglichkeit. Ich glaube, das ist schon, da sind viele kleine Stolpersteine dabei. Also, was ich mal den größten Stolpersteinen finde, ist dieses eins oder mehr oder es müssen genau zwei Tautropfen. Dieser Käfer, der da irgendwo drauf genau. ist. Genau, ja. Und das ist schon, ich kann verstehen, wenn wir sagen, das ist grenzwertig. Ja. Das Spiel an sich, glaube ich, ist zu schaffen, aber es könnte tatsächlich grenzwertig zu komplex an der einen oder anderen Stelle sein. Also ich hatte, neulich hatte ich hier irgendwie, waren so ein paar Kinder hier und die haben sich ein Spiel rausgesucht. Ich war nicht dran beteiligt, die haben gesagt, wir spielen jetzt mit Celia. Ich dachte, mal gucken, ob ihr, also da habe ich so gemerkt, so, ich glaube, das kriegen sie alleine noch nicht hin. Klar, es ist kein Kinderspiel, es ist ja ein Familienspiel, aber die Kinder alleine wird schwierig. Ja, wäre bei Knarr oder was hatten wir jetzt gerade noch auch so, aber Ritual. Ich wollte das nur mal andiskutieren, weil ich denke so, ich glaube, so sicher bei rotem Preis sehe ich das gar nicht. Also ich sehe da schon auch, man könnte auch sagen, ich könnte das in den grauen, also in den Kennerpreis reinpacken. Ja. Wie gesagt, ich würde erstmal so zustimmen. Ich glaube, in der Brettspielszene ist das jetzt eine gewagte These, aber ich würde mich nicht wundern, wenn die Jury sagt, vielleicht ist das doch eher ein Kennerspiel sogar schon. Ein Familienkennerspiel, ne? Also untere Rand wahrscheinlich, aber wir kommen da schon in diese Grenzbereiche. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt. Ja, vergleich das mal mit Seven Wonders. Nee, vergleich das mal mit Cascadia. Cascadia war ja auch noch Spiel des Jahres. Da haben aber auch schon viele gesagt, so, vielleicht ist es doch schon fast Kenner. So, das ist, ja, René, du sagst ja auch immer, oder letztes Jahr haben wir auch darüber diskutiert, man muss den Spielern auch was zumuten können. Ja. Aber ich glaube, der Anspruch des Spiel des Jahrespreises ist ja, ein Spieler, der ein Spiel im Jahr spielt, muss damit zurechtkommen. Ich sehe da Probleme bei Mycelia, so ein bisschen. Ja. Ich glaube auch, dass es grenzwertig ist. Aber Sonja stimmt ja da auch mit zu. Wo stimme ich zu? Naja, dass es grenzwertig ist. Ja, ich,
Wir sprechen vielleicht später noch mal über Mycelia. Deswegen habe ich mich jetzt auch ein bisschen zurückgehalten. Okay, dann lass uns noch mal zu Davids Kennerliste zu kommen. Er hat ja gehofft, dass Heat das Rennen macht. Den Witz hat er so ein bisschen liegen gelassen, fand ich. Ja. So, fangen wir nochmal an. Aber da stimme ich nicht zu. Dass Heat das Rennen macht oder dass Heat auf die Liste kommt? Dass Heat auf die Liste kommt, kann ich mir aktuell nicht vorstellen. Kann Heat denn dieses Jahr auf die Liste kommen? Letztes Jahr haben wir sehr lange darüber diskutiert. Kann es und wurde bestätigt bei den Bretagogen. Da haben Nico und Krimi-Master Steff drüber gesprochen und haben gesagt, das gehört zum aktuellen Jahrgang. Sie behandeln es derzeit. Genau, die hat es ja jetzt auch breit durchgetestet. Das war ja im letzten Jahr nicht so. Da wurde es vielleicht mal gespielt aus Interesse, aber jetzt hast du ja von vielen Jurymitgliedern halt einfach auch eine Wasserstandsmeldung gekriegt, die eher so ein bisschen klang, also so ernüchternd klang. Also ich glaube, der Harald Schrapers hat ihm eine 7 von 10 gegeben. Steff und Nico waren auch eher so, boah. Ich sehe es im Moment leider. Für mich ist es auch immer noch ein heißer Kandidat. Also ich finde es auch ein heißer Kandidat. Ein Heat-Kandidat. Aber ich glaube, da ist der Zug abgefahren. Boah. Was für eine Überleitung zum nächsten genannten Titel. Zug um Zug Legacy, ja. Zug um Zug Legacy. Was machen wir mit diesem Spiel? Das ist die große Frage, die ist ja für mich. Ja, was die Jury damit macht. So, wann war das? Nach der Messe. Da war ja die erste Auflage quasi im Handel, wurde von allen gespielt. Ne? Wir haben das ja auch irgendwie innerhalb von, weiß ich nicht, 2 Monaten gespielt, was ja für uns super schnell war. Sonja, du warst ja auch relativ zügig damit durch. blöde Zugwitze ich noch machen kann. Ich bin gespannt. So. Am Anfang waren alle begeistert, wir ja auch, und am Ende war so, okay, trotzdem super Spielerlebnis, aber was macht die Jury mit diesem Spiel? Auch ich habe jetzt die Spiel des Jahres Kritiker-Rundschauen jetzt nicht quer gelesen, aber ich glaube, die waren auch alle schon schwer begeistert von dem Spiel. Ja, das Gefühl habe ich auch und das bringt mich eigentlich dazu, dass ich denke, es muss irgendwie behandelt werden. Kann mir aber nicht so recht vorstellen, dass es eine Nominierung bekommt, einfach weil Zug um Zug eben Spiel des Jahres wurde. Wenn wir jetzt an Pandemic zurückdenken, also Pandemie war damals nominiert, hat aber nicht gewonnen. Mhm. Pandemic Legacy hat es dann auf die Nominierungsliste geschafft. Ich weiß nicht, ob man vielleicht wieder einen Sonderpreis vergibt. Genau, letztes Jahr gab es ja... Für das Gesamtwerk Zug um Zug. Letztes Jahr gab es ja auch den Sonderpreis, wie hieß für die Unlock-Reihe, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau. Genau, Sonderpreise für Kenner und Kinderspiel. Also das war ja auch so ein kombinierter Sonderpreis. Ja. Der ja auch sehr gut ankam, glaube ich, so in der Spielerschaft, sodass dass die Unlocks auch gewürdigt wurden. Ja. Gerade weil die ja auch wirklich immer besser wurden. Genau. Im Gegensatz zu anderen Reihen, wo man eher sagt, naja, das nutze ich irgendwann ab, hat man ja bei Unlock das Gefühl, die hauen, jeder veröffentlicht noch einen drauf und gerade diese Games-Ausgabe, also wo man andere Spielideen als Grundlage genommen hat, war auch, also in meinen Augen ist bisher das beste Unlock und ganz großes Kino. Die für Kinder habe ich leider noch nicht gespielt, aber hört man ja auch nur Gutes drüber. So, Sonja, aber von deinem Spielerlebnis, war jetzt das Zug um Zug, René, ihr habt es noch nicht gespielt, oder? Mhm. Nee. War das jetzt für dich ein herausragendes Spielerlebnis? Ja. Ja, für mich nämlich auch. Und klar, man hat es, also gerade wir haben es ja schon ein bisschen kritisiert, weil am Ende irgendwie so ein bisschen Luft raus war, aber trotzdem war es ein großartiges Spielerlebnis. Ich habe mich da auf jede Partie gefreut und ich habe es ja auch extra so gespielt. Ich habe ja schon gesagt, dass ich mir andere Legacy-Spiele so ein bisschen damit versaut habe, dass ich sie zu schnell inhaliert habe. Und da haben wir uns wirklich auf jede neue Partie gefreut, haben uns extra mit unserem Nachbarn einen Mitspieler gesucht, wo wir auch wussten, okay, das kriegen wir gut unter, dass wir das auch wirklich nicht über einen monatelangen Zeitraum, sondern wirklich in kürzerer Zeit auch gespielt bekommen. Und es war dann am Ende auch ein bisschen schade, es ist vorbei. Also es hatte so tatsächlich ein bisschen eher den Sweet Spot, weil wie gesagt, die Partien wurden immer länger
Und es hat sich ein bisschen gezogen, dass man dann irgendwann auch dachte, so jetzt, das reicht jetzt. Also diese 12 Partien waren schon, mehr hätte es jetzt auch nicht sein brauchen, aber es waren schon coole Erlebnisse, einfach das Entdecken. So, aber wie gehst du jetzt damit um? Ist das ein Spiel, was du ganz normal auf eine Nominierungsliste packen kannst, auch wenn das normale Zug um Zug ja bereits Spiel des Jahres geworden ist? Ja, wir reden hier wahrscheinlich aber auch eher über den Kennerspielpreis, ne? Also ich glaube, da braucht man nicht zu diskutieren. Das Spiel startet zwar, okay, als Zug um Zug nominiert oder gewann, gab es ja den Kennerspielpreis noch nicht. Wahrscheinlich wäre das, weiß ich nicht, spekulativ, ist egal. Aber wenn, dann würden wir es halt safe in diesen Kennerspielpreis reinpacken. So, jetzt hast du natürlich die Diskussion. Es ist ein Legacy-Spiel, okay, hatten wir ja auch schon ein paar Mal. So, jetzt hast du aber ein Legacy-Spiel, was 120 Euro kostet. Sollte das ein Hinderungsgrund sein? Oder sollte das ein Punkt sein, den man, der dem Spiel im Wege steht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich war davon ausgegangen, dass die Jury nicht auf den Preis schaut und das unabhängig davon entscheidet. Ich finde es halt, wie gesagt, einfach schwierig, weil eben das grundsätzliche Spielprinzip mit Zug um Zug schon mal Spiel des Jahres geworden ist. Also wirklich ein Preisträger ist, nicht nur ein Nominierter. Ja, von daher, ich will in meinen Augen müsste es einen Sonderpreis geben. Also, Sonderpreise sollte man auch im Haus halten, sollte nicht für alles jetzt einen Sonderpreis, nur weil es ein tolles Spielerlebnis war, machen, weil dann hast du die nächste Diskussion an der Backe. Die Frage, die er stellt, hat jetzt ein Zug um Zug Legacy genug Neues mit reingebracht, um zu sagen, das ist auch für die Next Generation, also für den nächsten Step, also die Leute, die jetzt Spiel des Jahres haben, wollen jetzt Kennerspiel des Jahres, ist das jetzt schon was Neues, was wirklich bemerkenswert ist, oder ist es eine gute oder sehr gute Kombination aus bekannten Sachen? Also macht ein Zug um Zug Legacy so viel neu, was nicht andere schon auch gemacht haben? Ja, dann darfst du aber auch jedes Plättchenlegespiel irgendwie, ne, dann kommen wir wieder auf eine Plättchenlegespiel-Diskussion. So, hat Carcassonne irgendwie, ist Cascadia nicht das gleiche wie Carcassonne? So, macht das gleiche. Ne, es macht ein bisschen was Sache, was anders. So ist es bei Zug um Zug ja auch. So, du hast ja neue Mechaniken da drin. Ja, deswegen frage ich ja. Nur es wird halt anders verpackt, ne, in nochmal eine andere Form. So. Und es ist ja nicht so, dass Zug um Zug jetzt im letzten Jahr rauskommt. Also das Amerika, ich sage mal Amerika, ne? Also den Preisträger. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich denke nur gerade über diese Preisdiskussion halt nochmal, also über diesen Preispunkt, den finde ich halt diskutabel. So, nehmen wir nochmal Sonjas Kollegin. Sonja, geh mal morgen zu deiner Kollegin und sag mir, hier, kauf dir mal das Spiel, das kostet 120 Euro. Nach 12 Partien kannst du es wegschmeißen. Ja, du kannst. Ich würde es dir halt anders verkaufen. Ich würde dir sagen, überleg, mit wem du spielst und rechne. Also klar, das ist natürlich auch mal, wenn ich es mit Freunden spiele, kann ich es natürlich besser runterrechnen und sagen, hier jeder ein 20er. Wenn es mit der Familie spielst, bleibt es am Ende dann doch irgendwie bei einer Person hängen wahrscheinlich. Oder Frau sie bei den Eltern. Ja, aber ich weiß nicht, ob die Jury wirklich bei ihrer Entscheidung für irgendwelche Nominierten auf den Preis gucken sollte. Weiß ich. Ja, wäre auch mal eine interessante Sache, die man. Okay, ich meine, was würdest du denn sagen, sie sollte, Arne? Sollte sie das mit einbeziehen? Eigentlich nicht, ne? Ich meine, wir hatten letztes Jahr das Planet Unknown, das war ja, glaube ich. Da habe ich auch gerade dran gedacht, das war ja auch schon sehr hochpreisig. Da war ja auch schon so eine halbe Diskussion, ich weiß nicht, was hat das gekostet, 60, 70 Euro? Jetzt sind wir natürlich noch mal ein ganzes Stückchen weiter drüber hinaus, ne? Also, klar, kriegst du dafür ein. Ja, aber wir hatten ja festgestellt, dass wir darüber gesprochen haben, dass du dafür auch richtig viel tolles Material bekommst. Wollte ich gerade sagen, du kriegst halt richtig geiles Material, du kriegst halt dies und das und, wir müssen das ja nicht entscheiden.
Das ist das Gute. Nur ich hätte halt vor ein paar Monaten gesagt, Zukunft zu Legacy ist bei mir safe auf der Liste. Im Moment sehe ich das, weiß ich nicht. Es ist, dem Hype ist jetzt, das ist ja das Lustige gerade so, ne? Du hattest ja nach dieser Messe diesen Hype um dieses Spiel. Der ist jetzt ja im Moment ja nicht existent, weil das Spiel ja auch gar nicht zu bekommen ist, ne? Also ich weiß gar nicht, ob die zweite Auflage, die wird ja sicherlich irgendwann jetzt im Sommer wieder eintrudeln. Aber ich glaube, da ist auch ein Problem, oder Problem in Anführungszeichen, aber es ist halt kein Spiel, was du jetzt ein halbes Jahr lang rauf und runter spielst, sondern du spielst ja deine 12 Partien. Genau. Und wenn die vorbei sind, sind die vorbei. René, du könntest das bestimmt gerade gut verkaufen. Zug um Zug Legenden. Ich guck mal bei eBay. Ja, aber wir sprechen jetzt schon eine Stunde. Wir sollten vielleicht... Ja, es wird ja auch weniger. Zum nächsten übergehen. Hoffen wir. Gut, vielleicht kommen wir ja nochmal zu der Diskussion. Dann gehe ich jetzt einfach alphabetisch weiter. Ne, wir haben noch Erde, will ich nur kurz so sagen. Erde, stimmt. Ist ja in meinen Augen im letzten Jahr gewesen. Red weiter. Ich beziehe mich, also, und zwar Harald Schrapers hat auf Instagram letztes Jahr ein Bild gepostet oder zwei Bilder. Und zwar zum einen, wie er so einen ganzen Transporter vollpackt mit Spielen, die er da an eine Einrichtung gibt. Und hat dann vorher sein Spielregal gezeigt und hinterher. Und da waren irgendwie 10 Titel drin, wo er sagt, so, das ist der Start des neuen Jahrgangs. Ah, okay. Und da war Erde nicht dabei. Gucke gerade mal. Aber andere Titel, über die wir heute wahrscheinlich noch sprechen, waren damit bei. Ich gucke gerade mal auf die DSP-Liste. Da steht Erde auch nicht dabei. Okay. Dann weil ich meine, dass es früher im früher erschienen ist. Ja, das war letztes Jahr auch so. Da wussten wir auch nicht genau, war Erde jetzt noch da oder war es nicht da. Und ja. So eine Liste wäre geil, ne? Ich mach mal den nächsten. René, Achtung, freu dich auf den Namen. Ja, hallo zusammen, hier ist Dimi alias Boardgame Greek und ihr möchtet wieder orakeln und wir sollen dabei mitmachen, wieso auch nicht. Gerne mache ich da mit, ich stehe gerade an der Waschstraße, an der Waschanlage und dann dachte ich mir, wenn nicht jetzt, wann dann? Also, fangen wir mal an. Für den roten Pöppel sehe ich nominiert Schnitzeljagd von Edition Spielwiese. Schönes kleines Spiel, holt alle Spieler ab, Spielerinnen, auch Nichtspieler. Das hat mir gut gefallen. Dann als Wortspiel sehe ich Ghostwriter von Pegasus. Ein Wortspiel sollte schon nominiert sein. Und da sehe ich Ghostwriter als den Favoriten. Das habe ich nur einmal gespielt in einer großen Runde. 6 Personen waren wir und es hat mir auch sehr gut gefallen. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass es da reinkommt. Als drittes Spiel Mycelia von Ravensburger. Ein schönes, ein schönes Spiel, also eine schöne Aufmachung mit den Wassertropfen auf dem Tableau. So ein kleiner Deckbilder für Leute, die den Spielmechanismus nicht so kennen. Und könnt ihr mir gut vorstellen, dass Mycelia mit drauf landet. Also die Aufmachung und das Spiel auch, hat mir auch gut gefallen. Mein Sohn hat es auch gut gefallen. Der hat Mycelia auch sehr oft mit mir dann auch gespielt. So, das war der rote Pöppel. Kommen wir zum Anthraziten-Bereich. Der interessantere Bereich, würde ich sagen. Und da sehe ich zum einen Emission von Schmidt, von Schmidt Spiele. Ein kooperatives Spiel, das hat mir, das ist ein Spiel in der heutigen Zeit, was gut Einklang gewinnt. Und könnte mir schon vorstellen, dass es in dem Bereich nominiert wird. Dann Mischwald von Lookout Spiele. Also wenn Mischwald nicht nominiert wird, dann wüsste ich auch nicht was, weil es ist das Spiel aus dem letzten Jahrgang oder aus diesem Jahrgang vom letzten Jahr. Das wurde auf das Spiel letztes Jahr sehr oft gespielt, an vielen Tischen.
Und als dritte sehe ich Heat, Days of Wonder. Ja, das schon sehr lange draußen, was heißt sehr lange, schon letztes Jahr. Ich glaube, April kam es raus. Jetzt hat es die Möglichkeit, im Anthrazitenbereich vorne mitzuspielen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass Heat dort nominiert wird. Ja, und als Kirsche auf der Torte würde ich mal sagen, Kinderspiel des Jahres gebe ich auch nochmal durch. Und zwar ist es für mich mal ein Monster von Hoch. Schönes kleines Spiel, wo wir so Monster zeichnen, die wir dann irgendwie im Spiel halt auswürfeln. Das kam auch ganz gut an. Ja, das sind soweit die Spiele. Harmonix ist nicht mehr dabei. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Es wird überall, es taucht bei jeder, bei allen Listen auf. Dachte mir, das könnte vielleicht zu spät sein, als es rausgekommen ist. Aber ich habe es auch bei Steph, Krimi Master, auf der Liste, auf seinem Blog gesehen. Da hat er auch einen kleinen Bericht drüber geschrieben. Also könnte es schon sein, dass es mit drauf kommt. Aber da ich es nicht gespielt habe, nenne ich es nicht. Ja, das waren meine Spiele. Wünsche euch eine schöne Folge. Ich freue mich drauf, die zu hören. Also ich höre wahrscheinlich jetzt weiter. Und viel Spaß noch. Bis dahin. Timi. Tschüss. Keine Angst, das war der längste Beitrag für heute. Die anderen sind alle kürzer. Gut. René, das war der Boardgame Greek, ne? Hast du mitgekriegt? Ja, ich habe schon gehört. Ich finde seinen Namen immer noch cool. Der ist aber schlecht einzugeben, bei, wenn du mal auf die Seite gehen willst. Das ist immer schwierig, weil Google schmeißt dich immer woanders raus. So, was haben wir? Wir haben nochmal ein Mycelia, okay. Wir haben ein Schnitzeljagd. Sonja hat ja bei dem Ritual von einer nicht so hübschen Aufmachung geredet. Schnitzeljagd sagt, holt mal Bier. Das neon-gelb-orangene Spiel. Pantone-Farben, bitte. Was? Pantone-Farben? Okay. Neon-gelb. das Spiel von Pegasus, wo es darum geht, irgendwie mit seinen Tieren die Runde zu überleben und andere möglichst aufzufressen. Ne? Also jeder spielt verdeckt eine Karte und ihr wollt überleben. Mal ganz grob zusammengefasst, ne? Sonja, hast du das mal gespielt? Ja, ne? Ja, ich hab's sogar hier. Wie ist denn deine Meinung dazu? Ich hab's beim Pressetag gespielt und fand's super. Mir wurde es da erklärt. Hat mir Spaß gemacht. Ist ja so, ne, ich denke, was du denkst, was ich denke. Und dann, da war halt auch viel Trash-Talk am Tisch. Jetzt habe ich es mir dann zugelegt und hab's dann hier in der Runde gespielt mit weniger erfahrenen Spielern. Und da ist der Funke so gar nicht übergesprungen. Das ist auch, glaube ich, so ein Spiel, was polarisiert. Ich habe das auch mal in Göttingen mitgehabt. Okay, wir haben es zu dritt gespielt. Das halte ich nicht für die idealste Spielerzahl. Und da ist auch so, ja, am Ende hat ein Spieler halt einfach random irgendwelche Karten hingelegt, was ja natürlich auch irgendwie dem Spiel. Das ist bei uns auch passiert. Das hilft in dem Spiel gar nicht, wenn einfach sagst, ich nehme jetzt einfach diese Karte, ist egal, was da drauf ist. So, ne, das ist scheiße. Da haben wir auch eine Person, die gesagt hat, das ist ja eh völlig egal, was ich ziehe. Ich weiß es eh nicht, ich mache es jetzt einfach zufällig. Ja, und dann bricht. Ich glaube, es war so, dass wir am Anfang haben wir immer genau das gleiche Tier gewählt. Als wenn wir so in Häkchen auf einer Wellenlänge sind, was bei dem Spiel halt irgendwie gar nicht hilft. Ja, kann richtig gut sein, kann aber auch floppen. Ja, das ist, glaube ich, so ein Spiel, was auf so einer das ist so ein typisches Empfehlungslistenspiel, habe ich so das Gefühl. So ist mein Gefühl an der Sache. Ja, wobei, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu, es sind richtig viele Kartenspiele dieses Jahr, die in meinen Augen potenziell in Frage kommen. Und da bin ich am Ende gespannt, welche davon es auf so irgendeine Liste schaffen werden. Ja, auf jeden Fall. So, wir haben Ghostwriter, das liegt seit knappem Jahr bei mir hier im Schrank. Das ist sehr schade, das habe ich mir von meinen Kollegen zum Geburtstag gewünscht und habe es geschenkt bekommen. Und habe es jetzt auch schon mal gespielt, nachdem ich es auch im Pressetag gespielt hatte. Und ich finde es super. Ich mag halt auch Wortspiele sehr. Ich hatte dich ja mal gefragt, ob das so in diese Decrypto-Richtung geht, so vom Gefühl her. Weil Decrypto finde ich ja konzeptionell cool,
Nur es ist jetzt ein Albtraum, das Spiel zu erklären. Ne? Also bis da das alle das verstanden haben bei dem Spiel. Und hier habe ich halt die Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen zugänglicher ist. Ja, also ich finde es ähnlich im Sinne von, du erklärst es und die Leute gucken dich an, verstehen dich, was du meinst. Wenn du aber einfach losspielst, dann wird es klarer. In der Regel braucht man auch so eine Partie, um das erstmal so richtig zu begreifen, wie das funktioniert. Mhm. Es ist ja so, zwei Teams aufgeteilt, in jedem Team ist einer der Geist, der den Begriff kennt, den die anderen erraten sollen. Und dann gibt es halt so Fragenkarten, die man an sein Team gibt. Und die wählen dann eine Karte aus und der Geist darf dann eine Antwort dazu aufschreiben. Und da kann alles Mögliche draus stehen. Ne? Also irgendwie ein Kleidungsstück, was dazu gehört, irgendwas zu essen. Und dann fängt man halt an, Buchstabe für Buchstabe zu schreiben. Und irgendwann schreit das Team Stopp. Weil sie halt denken, sie haben genug gelesen, um zu wissen, was die Antwort sein könnte. Das andere Team liest den Anfang der Antwort, kennt aber die Frage nicht. Und so geht es halt hin und her und dann kann man sich immer entscheiden, so ja, wir wollen jetzt mal einen Ratetipp abgeben. Der läuft genauso, dass man halt wirklich Buchstabe für Buchstabe aufschreibt. Und sobald es falsch ist, wird quasi hört man damit auf. Dann wird einfach weitergespielt. Das sind ja dann auch Hinweise wieder für die andere Gruppe. Und ja, anfangs ist es wirklich so, dass alle so, oh Gott, woher soll ich das denn wissen? Es kann doch nicht mehr sein, dann schreibt da jemand AF und alle wissen Afrika, aber eigentlich war Affe gemeint, dann geht es doch in eine andere Richtung. Aber es ist einfach, ich finde es so vom Drumherum einfach coole Erlebnisse, die ich damit hatte schon. Ja, es ist auch noch da, also es hat noch Chancen, da habe ich nicht so, also bei Ritual habe ich eher das, wo ich denke so, vielleicht geht das doch ungespielt, aber bei Ghostwriter, das möchte ich noch spielen. So, lass uns nochmal Richtung Kenner gucken. Heat hatten wir und so, jetzt reden wir nochmal über zwei größere Kandidaten wahrscheinlich. Zwinker, zwink, zwinki, zwonki. erstmal, eigentlich wollte ich das Trinkspiel ja machen mit Mischwald. ja, Mischwald wurde das erste Mal jetzt genannt. Ich sag mal so, wir hören bestimmt nochmal was davon heute. Mit Sicherheit. Ja, Mischwald ist ja das Spiel, ich glaube, ja. Müssen wir dazu irgendwas noch groß sagen? Wir müssen es ja nicht erklären. Ich weiß nicht, ne? Ob die Hörer schon... Du hast... Haben wir schon mal drüber geredet? Wahrscheinlich, ne? Ja, Mischwald ist halt jetzt wieder auch so, ey, wir haben so ein Spiel mit Naturthema. So, kannst natürlich sagen, so, ey, das ist halt sehr safe gespielt, ne? So dieses, wir checken alle Boxen, so, die im Moment angesagt sind. Ne? Kartenspiel, Naturthema, tolle Hasen, schöne Dachse, die Schmetterlinge sind toll gezeichnet. Ne? Also, es ist halt nicht hässlich wie Schnitzeljagd. Ne? Also, verstehst du, es ist halt so auf Naturalismus gemacht und halt dieses Naturthema gerade so. Ne? Dann hast du jetzt noch ein Spiel wie Emission. Naturthema ist vielleicht hier das Falsche. Aber René, du hast das ja gespielt, ne? Das weiß ich. Und du fandest das ja auch richtig gut. So, und da holst du jetzt ja dieses Klimawandel, Probleme lösen, Staatengemeinschaft, ne? Das ist ja auch gerade... Da hast du auf jeden Fall mit dem Thema schon mal was gewählt, was sehr aktuell ist. Ja, genau. Aber es war ja auch spielerisch, also du fandest es ja spielerisch auch gut. Ich glaube, Sonja ja auch, ne? Ja. Ja. Ich finde es super. Ja, ich habe es ja mittlerweile auch hier liegen. Matthias-Exemplar. Ja, bitte? Du musst, glaube ich, mehr spielen. Aber. Ja, ich weiß. Ich muss ja Podcast hier machen. Nein, ich hatte mit Matthias irgendwann vor ein paar Wochen telefoniert und er meinte, die ist Emission. Ja, es sorgte auch für Polarisierte im Hause Notch. Habe ich gefragt, ob er es mir mal geben kann. Ja, jetzt ist es noch hier, aber es ist noch hier und das möchte ich auch unbedingt noch spielen. Weil, ja, es ist zwar kooperativ, aber ich gebe dem noch eine Chance. Vielleicht. Oh, ich glaube nicht. Weißt du, dass ich dem eine Chance gebe oder dass das was dass für mich das ist? Bei dir gut ankommt. Ja, dann hab ich ja das Gleiche. Dann liegen ja Matthias und ich ja wirklich mal gleich auf. auf gleicher Wellenlänge. Komm, wenn wir gerade von ihm reden, dann spielen wir ihn noch mal. René, du müsst jetzt ein bisschen schneller schreiben. Dann denkt mit für mich. Hallo.
Hallo Sonja, hallo lieber Michael und schöne Grüße an die beiden Mitstreicher vor dem Mikrofon, Arne und René. Ihr ist der Matthias und auch ich will euch meine Tipps geben. Ich nenne die einfach hintereinander weg und ihr müsst euch selber überlegen, was wohl in welche Kategorie passt. Und zwar fange ich an mit Der achtsame Tiger, Captain Pepe Schatz Ahoi, Die verdrehte Spuknacht, Passt nicht, Sky Team, Trio, Mischwald, E-Mission, The Veil of Eternity. Das waren jetzt 9 Spiele, das solltet ihr auch halbwegs auseinanderbekommen. Und ich hoffe natürlich, dass Captain Pepe Schatz Ahoi gewinnt, weil so ein Legacy-Spiel für Kinder ist einfach cool. Soll ich es nochmal spielen und ich schneide es dann raus? Und hat er übrigens Mitstreicher gesagt? Wie den Streicher? Mitstreicher? Ich habe Mitstreicher verstanden. Streicher, hier, Herr der Ringe, ist doch auch Streicher. Ja, genau. So, jetzt haben wir alle zusammen. Oder ich mache das nächste Mal einfach ein Transkript über ChatGPT oder sowas vorher. Das wäre auch gut. So, fangen wir an? Also die Kinderspiele, wie war es, Captain Pepe? Das ist dieses Legacy-Spiel, ne? Oder wie war das? Sonja, weißt du das? Ich bin da raus. Okay. Nee, du bist da noch nicht drin. Du bist noch nicht drin. Du bist nicht raus, richtig. Sondern du bist noch nicht drin. René und ich Wir sind raus. Gut, fangen wir mal an. Passt nicht. Sonja hat ja gerade von den ganzen Kartenspielen geredet. Passt nicht, ist ja auch eins dieser Kartenspiele. Genau. Habe ich auch gespielt. Also hat mir nicht gefallen. Weil, lustigerweise, wir immer, du musst ja da irgendwie die Karten loswerden, ne? Du musst ja irgendwie eine Karte spielen und dann musst du wieder eine Karte nachziehen. Ist das richtig? Ich glaube, ne? Und wir haben immer vergessen, diese Karte nachzuziehen. Und jetzt hatte ich neulich mit dem Göttingen-René telefoniert, der meinte, ja, wir haben Passt nicht gespielt, wir haben immer vergessen, die Karte nachzuziehen. Ich gesagt, ja, ach, komisch. Sonja sagt du kannst ja Karten vor dir ausspielen und dann musst du nachziehen. Ja. Und wenn du in die Mitte spielst, musst du nicht nachziehen. Ja, aber dann vergisst du, wenn du, also, nee, das hat mir nicht gefallen. Also das Problem hatte ich jetzt nicht. Ich hatte 2 Partien, eine zu 5. oder 6. Ich weiß nicht, was die Höchstspielerzahl ist. Und dann nochmal eine zu 2, weil ich es mich ja auch mal zeigen wollte. Zu 2 war es gar nichts. Zu 6 fand ich schon ganz okay. Aber es ist halt auch irgendwie nur so ein Mau-Mau-Klon, der ein bisschen was noch draufpackt. Hat mich jetzt aber nicht überzeugt. Gut, dann reden wir gleich noch über den Memory-Klon. Die eine Sache wollte ich zu Passt nicht noch sagen. Ich habe ja auch so ein bisschen geguckt, was die Jury so veröffentlicht. Also da gibt es ja diese Kritiker-Rundschau auf der Spiel des Jahres-Seite. Es gibt einen Podcast vom Spiel des Jahres. Viele Jurymitglieder schreiben für die Spielbox. Und wenn man da so schaut, habe ich das Gefühl, das Passt nicht irgendwo auftauchen könnte, weil es doch von vielen Jurymitgliedern relativ hoch bewertet wird. Ja, dann finde ich, dass die Jury einen falschen Griff gemacht hat. Nee, wie hieß das vor? wie haben wir das vorhin genannt? Du hast es Fehlgriff genannt. Nein, der Dirk war das, ich nicht. Ja. Gut, also wollte ich gerade noch zu Trio umleiten, ne, zu dem Memory-Klon. Zum Astor-Gewinner. Zum Astor-Gewinner. Ja, hat Akropolis letztes Jahr auch nicht gerettet. aber Trio ist ja so, ein Kartenspiel, wo du einfach versuchst, 3 Karten immer zu finden. Mhm. Das ist ja schon fast ein bisschen Deduktion, ne? So ein bisschen. Ja, ich hätte jetzt eher Memory gesagt. Memory, ja, aber ne, ist doch schon. Naja. Ich hatte ein Erlebnis letzte Woche. Wir waren bei meinen Eltern und wir saßen halt im Garten rum und da hatte ich so ein paar Spiele mit und dann hatte ich auch Trio auf den Tisch gebracht und meine Mutter ist durchaus schon immer interessiert und wir haben das, ne, wir haben das dann aufgebaut, ich habe ihr erklärt, wie es geht und sie hat das sofort geschnallt und das fand ich halt so, okay, cool, das funktioniert relativ, also ne, gerade so wenig und Nichtspieler kriegst du das schon relativ gut auch vermittelt und die schneiden schon, die wissen dann schon ungefähr. Klar hat das Spiel noch eine Ebene mehr, wenn ich sage schon so ein bisschen Deduktion, so welche Karte versuchst du zu finden. Und die Frage bei Trio ist natürlich, trägt das über einen längeren Zeitraum? Also wir haben dann tatsächlich 3 Spiele auch gespielt hintereinander. Das geht. Also, Trio, das passt natürlich auch 3 Spiele.
ob da der Wiederspiel, wie groß der Wiederspielreiz bei dem Spiel ist. Aber von diesen Kartenspielen finde ich das dieses Jahr eins der besten. Mir gefällt es auch sehr. Er hat mich wirklich ein bisschen an That's What I Had im letzten Jahr erinnert, was mir da auch gut gefallen hat. Ja, das hat mir nicht gefallen, weil ich nach einer Runde nicht mehr wusste, wo irgendwas liegt. Aber hier, ich habe genau die gleichen Momente, wo ich mir denke, oh, ich habe diese Karte auf, oder ich decke in der Mitte die Karte auf, ich habe also eine vorhanden und ich habe die doch gerade irgendwo gesehen, aber war das jetzt die Person ja, du, und war das jetzt hoch oder niedrig? Und du deckst lässig die mittlere Karte in der Mitte auf und denkst so, ja, hier ist jetzt meine fehlende 3 und dann ist es die 6 und ich so, oh nein, scheiße, wie dumm war ich eigentlich? Und das hat mich so von den Momenten halt an That's All Head, wo ich mir denke so, ah, verdammt, ich wusste das doch gerade noch, warum weiß ich das jetzt nicht mehr? Ja, aber es ist auch ein Memory, ne? Genau. So, und Matthias hat noch das Sky-Team in der roten Kategorie genannt. Ja, finde ich auch absolut nachvollziehbar. Ja, Sky-Team ist ja das, wie ich hatte heute irgendeinen Podcast gehört, mit den passiv-aggressiv anschweigenden Piloten oder Pilotinnen. Ja, ich finde es gar nicht so unthematisch, wie immer viele sagen, weil ich bin selber noch nie geflogen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass solche Dinge wie irgendwelche Sachen einzustellen, Bremsen, Klappen irgendwie einfahren, dass das schon recht automatisch passiert und dass man sich da nicht mehr genau abspricht, wer jetzt wann genau was macht. Und es ist ja so, dass du hast halt immer die Phase, du darfst dich besprechen, dann wird gewürfelt, dann sprichst du nicht mehr. Also ich finde es nicht so unthematisch, wie das oft dargestellt wird. Ich hab's ohne nicht, jetzt zu wissen, wie es genau im Flieger aussieht. Ich hab's noch nicht gespielt. Also es liegt auch nicht hier. Ne? Weil es gerade nicht verfügbar ist. Oder weil es kooperativ ist. Nee, ich überlege, ob ich morgen noch meine Spieleburg fahre, gucke, ob sie da noch eins rumliegen haben. ich sehe es nur nicht in der roten Kategorie. Ich habe auch anfangs, also meine erste Reaktion nach den ersten Partien war, ja, das ist ein Kennerspiel. Und ich glaube auch, dass generell Zwei-Personen-Spiele würde ich vom Gefühl her eher in die Kennerkategorie packen, als in die Spiel des Jahres-Kategorie. Mhm. Und als ich dann die Listen hier genau durchgegangen bin, habe ich die ganze Zeit überlegt, und es gibt einfach in diesem Jahr so verdammt viele gute Kennerspiele in meinen Augen. Und auch da würde ich Matthias wieder zitieren wollen. Er hat immer gesagt, das ist so ein Pendel, was mal in die eine Richtung und mal in die andere Richtung ausschlägt, wie komplex auch ein Spiel des Jahres sein darf oder wie wenig komplex ein Kennerspiel des Jahres ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass, also ich persönlich würde Sky Team dieses Jahr auch in die rote Kategorie packen. Und gerade wenn man sich, du hast es jetzt noch nicht gespielt, aber die allererste Partie, das sind wirklich nur Grundregeln und das ist wirklich einfach. Jetzt ist natürlich, wenn ich jetzt wieder an meine Kolleginnen denke, so ein Spiel, wo man nicht miteinander reden darf, wo man hinter seinem Sichtschirm würfelt, ist vielleicht ein ungewohntes Konzept, aber so dieses mit nicht miteinander reden dürfen hatten wir auch schon bei The Mind, was auf der Nominierungsliste war. Und ja, also ich würde es auch beim Spiel des Jahres nennen. Schön, dass wir jetzt mittlerweile deine Kollegin als Klischeespielerin etablieren konnten und nicht die Oma im Karstadt. Genau, ja. War The Mind nominiert? Ja, stimmt, ja. Gut, gehen wir nochmal kurz in den Kennerbereich. Da haben wir ja nur ein neues dabei, das Veil of Eternity. Das Spiel mit den unnützesten Pappdrachen der Welt. Und ich tue mich bei dem Spiel immer noch schwer, weil es halt so man könnte sagen, das Spiel hat manchmal eine Unwucht, ne? Also du hast manchmal Spieler, die machen in einer Partie dann oder in einer Runde irgendwie 50 Punkte und du kannst sie nicht. Ja, ich glaube nicht ganz, aber so 30 bis 40 ist schon. Geht, aber ja, das geht. Klar, ist das vorbereitet vielleicht? Also da müssen dann alle ne, Steine genauso fein, wie du das möchtest, oder Karten. Aber es ist natürlich auch ein schönes, zugängliches Kennerspiel, ne? Du hast ja, ich habe letztens schon berichtet, ich stehe ein bisschen auf Kriegsfuß mit diesem Spiel. Ich möchte so gerne mögen, aber irgendwie kriege ich da keinen Zugang. Deswegen, ich bin da auch. Ja, ich weiß auch noch nicht, welche drei Spiele ich nachher gleich nennen werde. Das wird auch sehr lustig werden. Aber René, wenn du irgendwas beizutragen hast, du meldest dich, ne? Ich melde mich. Ansonsten.
Wer jetzt im Alphabet mächtig war, hat jetzt gemerkt, ich habe jetzt doch einen Sprung gemacht. Deswegen gehen wir jetzt wieder in die alphabetische Reihenfolge. Hallo, liebe Bretterwisser. Hier ist der Fabian und meine Frage der Woche lautet, was denkt ihr, was wird Spiel des Jahres? Ich meine, das zählt doch, oder? Naja, also ich fange mal ganz entspannt an mit dem Kinderspiel. Da ist bei uns Gumminis ganz gut weggekommen. Und ich denke, Captain Pepe könnte man da auch wieder sehen. Aber einen dritten habe ich da nicht. Dann beim Spiel des Jahres wäre bei uns zu Hause eigentlich Five Towers und Kabanga vorne gewesen. Aber ich habe das Gefühl, Kuka König ist hier auch besser weggekommen. Deswegen setze ich das mal da drauf. Dann die sich passiv-aggressiv anschweigenden Piloten, die, ja, ich glaube, überall einfach sehr lustig sind. Und dann als drittes würde ich die Wege von Darwin nehmen. Und fürs Kennerspiel hätte ich eigentlich Heat ganz vorne gesehen. Das wird jetzt aber gar nicht so überschwänglich besprochen, auch in unserem zweitliebsten Podcast nicht. Deswegen halte ich das mal auf die Empfehlungsliste und sehe dann Emissionen ganz vorne, was einfach mit dem Kartenmechanismus super funktioniert hat. Und dann Mischwald wird ziemlich sicher auftauchen. Und dann nehme ich als drittes mal, oder würde ich mir wünschen, Helden müssen draußen bleiben oder Wunder der Welt, einfach weil ich selber mit den Drachen für die Ewigkeit nicht so viel anfangen kann. Dann noch viel Spaß beim Raten. Stimmt, der Fabian war das mit dem passiv-aggressiven, anschweigenden Piloten. So, was haben wir denn da? Five Towers? Sind wir wieder bei einem Kartenspiel, ne? Genau. Sehe ich aber auch nicht ganz so, wenn man sich die Kritiken der oder einiger Jurymitglieder anschaut. Mhm. Die waren, glaube ich, eher so ein bisschen durchwachsen. Ja, wie er auch sagte, das Kuka-König kam ja bei vielen dort ein bisschen besser an. Das ja, aber ich finde, auch darüber hat man jetzt nicht so richtig viel gehört. René kann dazu was sagen. Ja, wir haben es tatsächlich gespielt und bei den Kindern ist es gut angekommen. Deutlich besser als zum Beispiel das Zebra, was hier im gleichen Aufschlag oder im gleichen Paket angekommen ist. Ja. Also von daher, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spiel des Jahres sein kann. Fände ich jetzt eher nicht. Machst du schön Schnitzeljagd mit diesen Pantone-Farben und Kuka König mit der schön kindlichen Grafik. Und dann nimmst du noch, weiß ich nicht, vielleicht finden wir noch eins mit einer anderen Grafik. Dann hast du die Graf Ludo-Spiele. So, und auf den Wegen von Darwin, Sonja, wie heißt das so? Ich blick nicht auf den Wegen von Darwin. Blick nicht mehr dran lang. Es heißt auf den Spuren von Darwin und Darwins Journey und ich weiß nicht mehr, wie es was? Auf den Wegen von Darwin. Viele sagen auf Darwins Spuren, auf den Spuren, es ist aber auf den Wegen von Darwin. Und dann gibt es noch Darwin's Journey und das verwirrt mich dann alles komplett. Also, ja, Darwin's Journey ist aber Expertenspiel, da brauchen wir heute nicht weiter drüber reden. Nee. Ach so, habe ich ja Glück gehabt. Habe ich nicht gespielt, ist auch nicht hier, weiß ich auch nicht, zieht mich jetzt auch nicht unbedingt magisch an. Ich habe es leider auch nicht gespielt, ich räume mir aber auch große Chancen ein, weil viele Jurymitglieder da sehr überzeugt von sind und da schon sehr positiv drüber gesprochen und geschrieben haben. Mhm. Aber du hast noch ein Kartenspiel, was gerade genannt wurde, Kabanga, übersprungen. Das fand ich nämlich eins der besten Kartenspiele in diesem Jahrgang. Aber auch da ist die Jury, glaube ich, auch eher durchwachsen. Ja, kann ich nochmal die Trio-Geschichte fortsetzen, denn nach Trio haben wir noch Kabanga zwei Partien gespielt, auch denn mit meiner Mutter. Und da habe ich gemerkt, das Spiel ist doch eine Hürde mit manchen Sachen. Okay. So, wann darf ich jetzt eine Karte spielen? Darf ich jetzt nur eine spielen? Oder denn und dann halt dieses, ich muss dem jetzt eine Karte hinwerfen oder ich muss eine Karte abschmeißen. Der nimmt aber nicht die Karte auf die Hand, sondern zieht eine andere. So, ich weiß, warum sie das mechanisch machen, klar. Aber
So, du machst halt so Kabanga und schmeißt ihm so die Karte hin und ja, der legt die dann halt auf seinen, auf irgendeinen Ablagestapel und zieht dann eine vom Stapel. Ja. Ich glaube nicht, dass das für Spiel des Jahres auf eine Nominierungsliste. Also Nominierung glaube ich auch nicht. Bei der Empfehlungsliste habe ich wirklich keinen blassen Schimmer, welches dieser wirklich guten Kartenspiele in meinen Augen sie draufsetzen. Für mich wäre Kabanga eins. Ich habe es mit meinem Vater gespielt. Mein Vater ist eigentlich einer, der sich bei Spielen immer sofort zurückzieht und sagt so, oh, nee, ich muss nach Hause, ach, der Hund muss raus. Und mit dem hat es funktioniert. Also er muss anfangs war er auch ein bisschen so, gerade dieses Karten ablegen, dann Karten ziehen oder auch irgendwie Karten falsch ablegen, weil es dann mit der Reihe nicht, wo darf ich jetzt hinspielen? Du darfst jetzt nicht bei Blau, weil Blau wurde gerade gespielt, so oder so. Ne? Da musst du eine Karte ziehen. Aber er kam da in meinen Augen echt ganz gut rein. Ja, aber Spiel des Jahres? So, lass uns noch mal, was hatten wir jetzt bei Kennerspiel war jetzt, glaube ich, Mischwelt hat er nochmal genannt, ne? E-Mischen. Genau. Und dann hat er noch zwei genannt. Helden müssen draußen. Die er so hinten dran gehängt hat. Helden müssen draußen bleiben. Das Spiel mit dem Flowchart am Ende. Wie ein Rundenablauf ist. Was ja bei mir gefloppt ist, aber. Ja. Ich habe es nicht gespielt. Mich haben nur, also das Material hat mich schon irgendwie ein bisschen angemacht. Ja. Es sind ja viele tolle, bunte Figuren. Ja. Ich bin nicht dazu gekommen, es irgendwie kennenzulernen. Gut, wollen wir gleich. Und Wunder der Welt hat er noch genannt. Wunder der Welt, siehst du? Wunder der Welt. Das ist dieses Puzzlespiel mit diesen Wundern. Mit diesem, in 3D-Wundern. Mit ich habe es auch nicht gespielt. Mit diesen Weltwundern, ne? Ich habe es selber auch nicht gespielt. Ich habe nur ein Spiel vor Augen, einen Spielplan, man puzzelt da irgendwie hin. Und man kann dann irgendwie, wenn man spezielle Anordnung puzzelt, diese großen Weltwunder, das sind so 3D-Gebäude, die man irgendwie platzieren kann. Ich glaube, der René hat das gespielt. Das würde mich jetzt wundern. Mich auch. René, jetzt kannst du mal Sonja richtig verwundern. Oh, es funktioniert aber heute hier. Nee, ich glaube nicht. Wir machen mal weiter. Guten Abend, liebe Bretterwisser. Huch. Meine unfassbar präzisen Tipps für das Spiel des Jahres sind dermaßen präzise, denn ich habe die Spiele zum Teil nicht einmal gespielt. Darum jetzt völlig aus dem Bauch geschossen. Spiel des Jahres wird Sky Team. Und auf die Liste kommt, damit die Legespielfraktion glücklich ist, auch Tipperary. Kennerspiel des Jahres wird Emission. Das habe ich gespielt, mag ich sehr gerne, muss unbedingt gewinnen. Und dann wird wahrscheinlich noch auf die Liste kommen Bierpioniere, denn das ist das deutscheste Thema schlechthin. Es ist ein Kennerspiel, es ist im Jahrgang erschienen und ich habe es nicht gespielt. Das war meine qualifizierte Meinung, der Florian aus der, die das Hamburg. Tschüss. René ist auf jeden Fall auch qualifiziert, denn, ne? Bei vielen Spielen. Dann kann ich die ganze Liste qualifiziert nennen. Ja, aber der nächste, der Sky Team im Spiel des Jahres sieht. Mhm. Ja. Tipperary wäre ein Spiel mit Schafen, was ich auch gerne genannt hätte. Es kam bei der Jury, glaube ich, ganz gut an. Ich glaube aber nicht, dass es wirklich Chancen hat. Es ist halt relativ ähnlich zu Planet Unknown, aber auf einem zugänglicheren Level. Hat aber auch so ein bisschen Materialprobleme. Also das Säckchen war zu klein, wobei es, glaube ich, nur die erste Auflage betraf. Es hieß dann irgendwie, dass wir beim nächsten Mal ein größeres Säckchen reinpacken. Dann hat man so eine Drehscheibe aus Pappe. Die hat sich, ich habe das auch auf der BerlinCon gespielt, mit einem anderen Exemplar, häufig nicht so gut gedreht. Das ist, ja, ich persönlich mag es, aber ich habe das Gefühl, dass die Jury es jetzt nicht so hoch bewertet. Ich habe heute auch gesehen, ich habe das noch im Regal stehen. ich habe das, glaube ich, letztes Jahr, wo ich gedacht habe, so, ah, dieses Planet Unknown hier mit diesem Hindrehen und dann fährt der Rover da und
da fand ich das Tipperary tatsächlich, wie du auch gerade sagtest, ein bisschen zugänglicher. Du schnippst halt da diese Drehscheibe und dann werden dir halt zwei Plättchen zugeteilt und du musst davon eins aussuchen. So, da musst du halt diese Überlegung halt nicht machen, sondern du musst damit klarkommen, was du jetzt halt kriegst. Das fand ich eigentlich ganz, ganz nett und ich sehe auch nicht, dass es auszieht. Mal schauen. Ich habe ja heute nochmal Blick in die Spielboxen geworfen und ich glaube, es war Harald Schrapers, der da irgendwie so schrieb, es ist sehr ähnlich zu Planet Unknown, aber es macht nichts besser als Planet Unknown, war ungefähr so sein Kurzfazit. Ja, wie gesagt, ich finde es halt zugänglicher, aber oder du ja auch. Das finde ich. Also ich mag beide Spiele, aber ich würde sie wahrscheinlich auch mit einer anderen Zielgruppe ein bisschen spielen. Ja, ne, deswegen. Oder so in einer Situation, also Tipperary ist so das typische Feierabendspiel, wo man sagt, hier nicht mehr lange nachdenken, weil es eben auch so glücksbehaftet ist. Und für Planet Unknown muss ich das Köpfchen schon ein bisschen mehr anstrengen, da zumindest auch mit einer entsprechenden Punktzahl rauszugehen. Deswegen war ja Planet Unknown im Kennerbereich und hier hatte der Florian ja gesagt, Spiel des Jahres. Genau. So, Bierpioniere. Ich habe gesehen, du hast heute just einen Text dazu veröffentlicht, ne? Das könnten wir in eine, pass auf, da stellen wir in eine Reihe mit Schnitzeljagd und Kuka König. Packen wir Bierpioniere rein. Was? Ja, weil das auch so ein hübsches Spiel ist. Da kann es sich aber wirklich drüber streiten. Und ich muss sagen, speziell aussehendes. So. Ja, speziell lasse ich gelten. Anfangs dachte ich auch, der Spielstand ist sehr grau und auch die Farbwahl ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber im Spiel. Finde ich es super eingängig. Also es lässt sich viel der Spielregeln lassen sich auch anhand des Themas gut erklären. Und also im Spiel selber hat mich die Optik dann gar nicht mehr gestört. Und ich finde es ein super Spiel. Und auch ich denke, dass es gute Chancen hat, auf einer Liste zu landen, weil gerade auch zuletzt sehr viele Jurymitglieder da recht positiv drüber gesprochen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich für die Nominierungsliste reicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es mindestens auf der Empfehlungsliste landen wird. Obwohl ich auch finde, Flo sagt ja gerade, es ist ganz klar ein Kennerspiel. Es ist in meinen Augen auf jeden Fall ein gehobenes Kennerspiel und er hat auf jeden Fall schon mehr Anspruch als ja, viele andere Titel. Mhm. Aber es ist ein super Spiel. Und ich kann noch eine kleine Anekdote dazu bringen. Wir haben ja einige Freunde, die wir hauptsächlich so vom Fußball her kennen und mit denen man sich im Stadion trifft, Wochenende für Wochenende. Und jetzt dieses Bierthema hat dann den einen oder anderen doch nochmal spezieller angesprochen. Und er hat sich darauf eingelassen und ist sogar nach einem Fußballspiel mit zu uns gekommen. Und wir haben dann mit der Regelerklärung angefangen. Die ist jetzt auch ein bisschen umfangreicher, weil es muss er schon einiges verstehen. Er schien erst ein bisschen überfordert und wir haben auch mehrfach gesagt, wenn ihm das zu viel ist, müssen wir das jetzt nicht spielen, wir können es von anderen spielen, wir müssen es auch gar nicht spielen, er sagt, das ist nicht seins, aber er hat sich darauf eingelassen und er hat hinterher gesagt, das war echt cool, er hat da jetzt nicht jeden Tag hätte er Bock auf sowas, aber hin und wieder wäre er durchaus dabei. Und er hat zumindest wirklich verstanden, worum es ging und hat dann auch wirklich gut mitgespielt. Bier. Bier. Ja, es ist wahrscheinlich, ich gucke jetzt gerade nochmal bei BoardGameGeek irgendwie so, von der Bewertung scheint das halt schon am oberen Rand zu kratzen. Ne? Von der Komplexität. Ja. Aber wie gesagt, ich habe halt das Paradebeispiel, wo es halt wirklich mit jemandem, der von sich selber behauptet, dass sein Spielhorizont eher so bei Mensch, ärgere dich nicht und Kniffel aufhört. und der hat hinterher gesagt, das war ein cooles Erlebnis und wie gesagt, er braucht das nicht jedes Wochenende, aber hin und wieder wird er sowas mal wieder mitspielen. Sonja bietet uns hier schöne viele Personas an, die wir immer schon für Beispiele nehmen können. So. Machen wir mal weiter. Ach hier, den habe ich auch schon mal gehört hier irgendwo. Moment.
Hallo Bretterwisser, Markus hier. Normalerweise melde ich mich ja aus dem Saarland, doch für das Nominiertenraten muss ich mich aus dem Tal der Ahnungslosen an euch wenden. Ich habe mal eben über die Liste geschaut, die für den DSP zur Verfügung gestellt wird, damit man sieht, was denn alles im aktuellen Jahrgang drin ist, beziehungsweise mitzählt. Dabei habe ich festgestellt, dass ich ungefähr zwei Hände voll Neuheiten gespielt habe. Die liegen von ihrem Anspruch aber über dem, was mit Sicherheit die Jury in Betracht zieht, um es für das Spiel des Jahres oder das Kennerspiel des Jahres zu nominieren. Insofern, meine persönlichen drei Hits waren zum einen Weimar auf Platz 1, also das wäre mein Spiel des Jahres von Skellig bzw. Spielbergs, und auf 2 und 3 jeweils von Frosted Games Earthbound Rangers und The War of the Three Sanchos. Insofern muss ich mich für eure Nominiertenraten auf das verlassen, was die Blase so rauswirft. Und das wären dann, wenn ich das alles so richtig einordne, für das Kennerspiel des Jahres Mischwald. Und für das Spiel des Jahres würde ich dann mit Harmonies gehen. Denn ich denke, es wird auch endlich mal Zeit, dass ein Plätschenlegespiel mit Naturthema den Hauptpreis gewinnt. Viel Spaß noch. Ach, René, sehr gut, dass du gerade in diesem Dokument rumgeschrieben hast mit Weimar. Und dann sagt er, oh nee, doch nicht. Ja. Ich nehme was anderes. Da, ja, Weimar, ja, lass ihn mal schreiben. Wobei ich auch schon gehört habe, dass Leute einen Sonderpreis für Weimar fordern, weil es eben so das Thema Demokratie und alles gut rüberbringt. Ich habe es selber leider nicht gespielt, wäre aber auch sehr interessiert mal an der Partie. Das würde ich wahrscheinlich auch mal spielen. Ich würde wahrscheinlich kotzen irgendwann in der Partie, aber so aus Staatsbürgersicht, nein, oder halt so aus Erlebnis dieser politischen Geschichte, die da irgendwie für mich wenig bekannt ist, würde ich das echt mal ausprobieren. Ich habe mich auch neulich mal mit diesem Friedrich Ebert-Spiel mal, da war im Podcast hier der Martin Thiele-Schwarz. Da haben sie ja auch über das Friedrich Ebert gesprochen, hier von Ostia Games, Sonja. Ja, über das habe ich ja auch gesprochen. Genau, das klingt auch sehr. Das klingt sehr spannend. Aber das ist egal. Also, ja, vielleicht Weimar. Hatte ja auch über Ende des Jahres so ein bisschen über einen Artikel in der Süddeutschen ja einen ziemlichen Aufschlag oder wie nennt man das, Aufmerksamkeit bekommen. Aber das taucht hier auf keinen Listen auf, das ist natürlich klar. So, der Markus hat genannt ein Spiel, was der Hype-Titel gerade so ein bisschen ist, ne, Sonja? Harmonies? Ja. Da sind wir wieder bei dieser Zeitdiskussion. Wann kam jetzt das Spiel? Ich habe in dieser ominösen DSP-Liste geguckt, da steht März 24 drin. Ja, das ist auch, wenn man bei Asmodee nach dem Spiel sucht, da steht für Deutschland 25. März 2024. Also. Als großes Release-Datum. Harmonies, wie Markus sagte. Wir brauchen ein Plättchenlegespiel als Spiel des Jahres. Mit Naturthema. Die Diskussion über Plättchenlegespiele 2 Jahre in Folge hatten wir letztes Jahr schon. Die Jury sagt ja immer, sie betrachten nicht den vorherigen Jahrgang. Aber wenn du jetzt eine Reihe bauen würdest von, ne, angenommen, hypothetisch, Harmonies zu Dorfromantik zu Cascadia, ich weiß nicht, ob man denn den Brettspielen in Deutschland nicht auch wieder einen Bärendienst erweist. Ne? Wenn wir ja darüber geredet haben, ja, so Dorfromantik hat vielleicht Spielern mal irgendwie gezeigt, hey, es gibt auch was anderes, es gibt kooperative Geschichten, jetzt machst du denn aber wieder ein Spiel, wo du halt, ja, es sind zwar Holzscheiben, aber es könnten auch normale Pappplättchen sein, die du irgendwo hinlegst, die stapelst jetzt ein bisschen übereinander. Die Auslage hattest du auch schon bei Azul. Ja, das ist... Also ein bisschen anders nochmal, aber Krimi Master hat ja gerade was dazu veröffentlicht und er hat keine typische Rezension, sondern er hat so ein Gespräch, experimentiert er ja manchmal ein bisschen und da kommt er raus, dass er das so als das Kind von Cascadia und Azul sieht. Und ich weiß nicht, ob das Kind von Cascadia und Azul nominiert werden sollte.
Klar, es macht immer irgendwie was anderes, aber ich glaube, es wird momentan so gehypt, weil es hat halt von Liebe Lüth, die ja auch Dixit haben, es hat wirklich schon diese wunderschönen Grafiken. Es sieht schon cool aus, auch was du da erstellst mit den Holzscheiben und dann den kleinen Klötzchen drauf. Es hat ja bei mir auch funktioniert. Ich wurde ja auch geinfluenced von allen, von dir, Arne, und von Instagram. Ich sehe es aber auch nicht als Kandidat. Und ich tue mich auch schwer damit, das beim Spiel des Jahres einzuordnen. Nee, das auf jeden Fall. Also da bin ich aber im roten Bereich aber ganz solide Wurst? drin. Ja. Wenn Cascadia bei Rot ist, ist Harmonies aber auch sowas bei Rot. Es ist ja mehr oder Also weniger ich das finde, gleiche Harmonies Spiel. noch mal eine Ecke. Findest du? Ja. Nee, finde ich nicht. Sehe ich solide im Rot. Wie gesagt, ich glaube, dass das generell keine Chance hat, aber wenn, würde ich es beim Kennerspiel sehen. Ja, es ist halt schwierig, wenn du sagst, so, ey, es ist ein gutes Spiel, es ist ein cooles Spiel, es macht was her. Wir hatten ja bei Azul auch die Diskussion, ja, was wäre, wenn jetzt Azul nur die Pappplättchen gehabt hätte? Würde es genauso gut aussehen. Da war ja auch so die Meinung, natürlich haben sie sich dafür entschieden, die schönen Steine zu nehmen, damit es halt cooler ist. Hier haben sie sich entschieden, die schönen Holzsteine zu nehmen. Aber sollte es jetzt dafür abgestraft werden, nur weil letztes Jahr Dorfromantik und Kabanga, wollte ich gerade sagen, Cascadia, davor schon Preisträger waren. Also ich kann halt die Jury auch verstehen, wenn sie sagt so, ey, es ist halt ein cooles Spiel und was letztes Jahr war, interessiert uns halt nicht in unserer diesjährigen Entscheidung. Das ist halt schwer, weiß ich nicht. Also ich sehe halt so zwei Sachen so, ne, wie wir vorhin ja sagten, so, man will auch mal was Neues zeigen, neue Mechaniken oder, und dann kommst du halt wieder so. Ja, es ist jetzt wieder ein Plättchenlegespiel. Das Kind von Cascadia und Azul. Und Board Game Geek, es hat zwar jetzt noch nicht so viele Abstimmungen, weil es halt noch relativ neu ist, aber Complexity Rating, Weight 2,04 bei Harmonies und 1,85 bei Cascadia. Okay. Ja, dann kannst du ja auch beim Kennerspielpreis rein und da hatten wir ja letztes Jahr kein Plättchenlegespiel. Dann passt das ja. Aber da haben wir so viele andere gute Titel, dass ich da auch nicht glaube, dass es eine Chance hat. We will see. So. Das auf jeden Fall. Wen hatten wir denn da jetzt noch? Was wurde noch genannt? Mischwald wahrscheinlich, ne? Genau, Mischwald. Mischwald, haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Gut, den Matthias hatten wir schon. So, jetzt hatten wir ja gerade den Markus aus dem Saarland. Wir haben noch einen aus dem Saarland. Also wir haben jetzt quasi zwei Leute aus dem Saarland. Das sind 50% der Bevölkerung dort. Ich wollte gerade sagen, alle beide haben haben geschrieben. Hi, hier ist Olli, das freundliche Orakel aus der Nachbarschaft und ein Teil von dem Podcast Alles außer Toplisten. Ihr hättet ganz gerne unsere Ideen, welche Spiele sich dieses Jahr um den Titel Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres streiten können. Naja, ich glaube, bei den Kennerspielen konnte ich mich relativ einfach festlegen. Da haue ich jetzt erstmal rein Mischwald, was für mich durchaus wegen der Komplexität und der vielen Möglichkeiten in dem Bereich der Kennerspiele anzusiedeln ist. Sky Team, wobei ich glaube, dass es als Zwei-Personen-Spiel es schwer haben wird, aber einfach ein Spiel mit einer unglaublichen Progression ist und immer und immer und immer schwerer und herausfordernder wird. Und ich hoffe, dass Botanicus noch Erwähnung finden wird, auch wenn es sehr spät im Jahr erst veröffentlicht wurde. Aber vielleicht drückt die Jury da ja ein Auge zu mit dem März als Stichpunkt für die Einsendung. Ja, beim Familienspiel ist meine Liste viel, viel, viel größer. Und ich haue jetzt einfach mal aus dieser Liste drei Titel raus, von denen ich denke oder von denen ich mir hoffen würde, von denen ich mir wünsche, dass sie eine Chance haben. Das erste ist natürlich Mycelia, dieses Deckbuilding-Karten-Pilz-Tropfen-Wegsammelspiel, das mir wahnsinnig viel Freude macht. Harmonies finde ich ein unglaublich schönen Titel, bei dem mir es richtig warm ums Herz wird. Und ich glaube, eine Tüte Chips als ganz, 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 ganz krasse Außenseiter hat es mir angetan. Da würde ich mich freuen, wenn das hier eine Chance haben würde. Jo, das war's. Und jetzt kommt der Wumms. Ach nee, Moment, das war was anderes. Fangen wir wieder bei Rot an, ne? So, wir hatten Harmonies.
Was wurde noch? Mycelia? Wir hatten Mycelia. Wir hatten noch nicht eine Tüte Chips. Eine Tüte Chips. Nee, ist im Podcast schlecht, dann kriege ich wieder Ärger. Knusperst du den ganzen Tag wieder? Knusper, ich hätte hier noch Salzstangen liegen. Ich mag eine Tüte Chips sehr, also auch das Spiel mit dem Titel eine Tüte Chips. ich weiß, also ich habe diesen Spiel des Jahres Podcast höre ich ganz gerne und zumindest Maren Hoffmann ist da ganz unbegeistert von und sagt, das ist für sie gar nichts, da fehlt ihr irgendwie das Spiel. Ich finde super so als knackigen, ja natürlich zufälligen Absacker, ja, alleine die Aufmachung, so wenn du es rausholst, ist auf den Pitch gekommen, wir spielen jetzt eine Tüte Chips, alle wollen sehen, was ist denn das? Und dann spielt man los und es hat in unseren Runden bisher auch immer allen gefallen. Ja, wir haben das schon, während ein anderes Spiel aufgebaut war auf dem Tisch und wir noch auf den Mitspieler gewartet haben, haben wir auf dem aufgebauten Brettspiel eine Tüte Chips gespielt, weil du auch eigentlich viel Platz für brauchst. Brettspiel Inception. ich finde, das Spiel kommt über den Gag nicht hinaus. Also erstmal ist dieser Gag natürlich total cool. So, du sagst, ey, was wollen wir spielen hier? Spielen wir das hier? Ja, okay. Ist lustig, haha. Dann holst du es raus, ist unpraktisch. So, die Anleitung faltest du da irgendwo komisch rein und dann ist es, hast du irgendwie so drei Entscheidungen im ganzen Spiel. Ich finde das, fand das irgendwie nicht so spannend. Ich also, mag das, ich mag dieses mit, du musst dich halt für irgendwas entscheiden, dann dieses Mitfiebern, wird es jetzt doch gezogen oder nicht? Ja, das und dort, als dann eine Partie gelungen ist, dass jemand, es gibt ja diese eine Karte, wenn irgendwie das, was am wenigsten oder am seltensten drin ist, mehr vorkommt, als das, was am meisten vor drin ist, hat die Person sofort gewonnen, das ist einmal der Person gelungen. Das hat mich so ein bisschen erinnert an die Meerjungfrauen bei Sea Salt and Paper, so eine Sache, wo man denkt, so, das funktioniert nie und immer wenn ich diese Karte spiele, geht das komplett schief. Ich schaffe es nicht mal annähernd. Und dann hat es eine Person geschafft. Und also ich finde, das Spiel weckt Emotionen. Das ist einfach cool. Halt so als kleiner Absacker. Ja, aber nicht Spiel des Jahres. Ja, ich könnte mir grundsätzlich eine Empfehlungsliste vorstellen. Aber wie gesagt, mindestens eine Stimme ist wirklich stark dagegen. Das muss ja nichts heißen. Genau. So, aber wie gesagt, es sind viele kleine, schnelle Spiele. Was da kann ich echt nicht einschätzen, was am Ende kommt. Er hatte gesagt Harmonies, glaube ich, ne? Mhm. Und Sky Team. Ja, und dann, also Harmonies war ja Spiel des Jahres. Mhm. Er hatte Sky Team, Mischwelt und Botanicus. Ach so. Was bei Hans im Glück erschienen ist vor kurzem. Im Kennerpreis, ne? Oder? Das hat er beim Kenner genannt, genau. Okay. Harmonies war bei ihm Spiel des Jahres. Ja. So, Sky Team. Im Kennerbereich sehe ich auch. Eine von wenigen meine. Sehe ich auch so. Und Botanicus. Habe ich mich jetzt am Wochenende, wollten wir das eigentlich spielen? Ich habe das hier, aber noch nicht gespielt. sehe ich in einer anderen Kategorie tatsächlich. Sehe ich im roten Bereich wahrscheinlich besser aufgehoben. Gefühlt. Hm? Wenn du Mycelia, also ja, du hast ja bei Botanicus, hast du ja zwei Spielvarianten. Du hast ja einmal so ein Basisspiel oder Einsteigerspiel, ich weiß nicht, wie es genau heißt. Und dann hast du ja so eine Variante, die dann schon ein bisschen komplexer ist. Die würde ich auch auf jeden Fall nicht mehr ins Spiel des Jahres packen. Hast du bei Mycelia, hast du auch zwei Varianten, ne? Also. Ja, ja, das ist ja auch aktuell nur eine Aufzählung. Ich habe jetzt Botanicus auch noch nicht so häufig gespielt. Braucht dann ein bisschen Praxis, um das wirklich bewerten zu können. Mhm. Vom ersten Gefühl her, weiß ich nicht. Also ich kann es mir aktuell nicht vorstellen. Aber wie gesagt, ich habe auch noch nicht ausreichend Erfahrung mitgemacht. Ich habe den Prototypen auf Mallorca gespielt. Der hatte aber nur eine Variante und das war eher so das komplexere Spiel. Mhm. Hat mir da sehr gut gefallen. Jetzt war ich von der Einsteigervariante, war ich eher ein bisschen enttäuscht, dachte mir so, weil du hast so Tierfiguren, die haben irgendwie gar keine Bedeutung, außer wenn du sie einsammelst, geben sie dir Punkte und umso mehr Tiere du einsammelst, desto mehr Punkte kriegst du. Im Expertenspiel hast du noch, schalten dir die Tiere Funktionen frei, so dauerhafte Funktionen, die dich dann das ganze Spiel überpushen. Da habe ich gleich wieder gemerkt, dass wir auf Mallorca irgendwie diese Tierfunktion und das richtig zu timen und wann man die am besten, das liegt mir nicht, da brauche ich auf jeden Fall noch Spielpraxis. Ja, aber ich fand halt, die Einsteigervariante war für mich persönlich jetzt zu
lasch. Da war zu wenig dran. Und mir gefällt es zu zweit absolut nicht, weil du dann eine dritte Spielfigur, also dritte Farbe spielen musst, wo dann immer der Spieler, der als erstes eine Aktion wählen darf, muss dann auch die neutrale Spielfigur setzen. Und das führt meist zu destruktiven Entscheidungen. Das fand ich jetzt nicht so gut. Da finde ich es halt besser zu dritt oder viert, wenn die Personen selber für sich entscheiden, was sie für sich wählen, als wenn dann einer immer nur so gegen den anderen spielt. Ja. Ja, aber möglich. Möglich ist alles. So, wir haben noch zwei am Start, dann würde ich die nochmal spielen. Hallo liebe Bretterwisser, hier spricht der Ralf. Ich freue mich schon auf die alljährliche Spiel des Jahres Folge und wird hier auch mal meine Tipps mit einwerfen. Und zwar Spiel des Jahres. Gehe ich davon aus, oder hoffe ich, dass nominiert werden, Schnitzeljagd, Ritual und Zug um Zug Legacy, was ich durchaus noch im Familienbereich ansehe. Kennerspiel des Jahres, Mischwald, Evenfall und Skyteam. Und meine Favoriten wären beim Spiel des Jahres tatsächlich Zug um Zug Legacy und beim Kennerspiel des Jahres Skyteam. Bin mal gespannt, was ihr so rausbekommt. Wünsche euch eine schöne Sendung und bis bald. Danke, hier war der Ralf. Ciao. Drauf. Evenfall, müssen wir da noch eintippen, René. So. Zug um Zug Legacy im roten Bereich. Ja. Ritual. Ralf ist mit dem David ein bisschen verwandt. ja. Skyteam. Aber Zug um Zug im Roten. Ja, die erste Partie vielleicht. Ja, die erste. Die zweite noch. Die zweite, dann bricht es, glaube ich, da raus. Ja, überhaupt, kann ein Legacy-Spiel in der roten Kategorie überhaupt. My City? My City war nominiert, ja. Stimmt. Also ja. Das funktioniert schon. Der Ralf hat auch Skyteam im grauen Bereich genannt, im Kennerbereich. Wieder nur eine vereinzelte Meinung, habe ich gehört. Evenfall. Habe ich nicht gespielt. Ja, ich habe es auch nicht gespielt. René hat es gespielt, der kann jetzt mal berichten. Nächstes Mal. Ach so, nächstes Mal. Cliffhanger. Genau. So, wollen wir den Raul noch hören oder wollen wir Schluss machen? Nein, die nehmen wir uns auch an. Hallo, hier ist der Raul aus Karlsruhe und auch wie jedes Jahr will ich mein absolutes Unwissen zur Brettspielszene jetzt bekannt geben. Genau, ich habe nämlich so ziemlich, glaube ich, gar nichts aus dem Jahrgang groß gespielt und habe auch echt gar keine Ahnung, was da nominiert werden könnte. Habe auch irgendwie in den aktuellen Podcasts, die ich so konsumiere, nicht viel mitbekommen und habe mir jetzt echt irgendwas zusammenreimen müssen. Was habe ich übers Jahr vielleicht möglichst oft in verschiedenen Podcasts gehört? Zu dem anthrazitfarbenen Pöppel sind mir auch nur zwei Spiele gerade irgendwie eingefallen. Das eine war Earthbound Ranger, aber da es das eigentlich nicht in der freien, in Läden gibt, glaube ich fast nicht, dass das nominiert werden kann. Und sonst würde mir gerade nur noch Mythwind einfallen, als dieses schöne Cozy-Spiel. Und ich weiß nicht, ob das schon über das Kennerniveau hinausgeht. Also da würde ich jetzt einfach mal Mythwind nennen. Mehr fällt mir da auch nicht ein. Dann zum Kinderspielpreis. Da habe ich auch wirklich mal was gespielt aus dem aktuellen Jahrgang und das finde ich wirklich super und da würde ich mich freuen, wenn das nominiert werden würde, nämlich das neueste Unlock Kids, was jetzt
seit, glaube ich, ein, zwei Monaten auf dem Markt ist. Ich habe das erste schon gerade mit meiner Tochter durchgespielt und mir dann direkt das zweite besorgt, was ich noch ein wirklich gutes Stück besser finde. Auch hier mal ein Blick zur Sonja. Selbst wenn da Kids draufsteht, spiel das auch mal durch. Ich glaube, René und Arne, ihr habt ja wenigstens das erste, glaube ich, gespielt und findet das auch toll. Und das zweite ist um einiges besser in meinen Augen. Kommen wir zur roten Kategorie. Da habe ich jetzt auch wirklich mal drei gefunden, die ich jetzt, wie gesagt, bei verschiedenen Podcasts, auch bei euch, jetzt mal öfters gehört hatte. Zum einen war, nenne ich mal, That's Not a Hat, Sea Salt and Paper. Und was ich gefühlt aktuell überall höre, ist Harmonies. Und da würde ich auch schätzen, dass wahrscheinlich dann Harmonies gewinnen könnte. Also das sind meine Tipps zum Spiel des Jahres. Meine Tipps. So, da müssen wir nochmal einschreiten, Sonja, oder? Mhm. Was sagst du dazu? Ja, That's Not a Hat, letztes Jahr schon auf der Empfehlungsliste gelandet. Sea Salt and Paper ebenfalls. Ja, also hat er im letzten Jahr. Also gute Einschätzung, nur das Jahr ein bisschen verfehlt. Und Harmonies. Ne? Und Harmonies. Also. Ja, Unlock Kids habe ich den ersten Teil hier, aber ich warte da tatsächlich mindestens auf den Neffen, auf den Älteren, dass ich das vielleicht bald schon mal mit ihm spielen kann. Aber die haben aber ja, da glaube ich nicht, dass ja. Unlock nochmal irgendwie, also ich kann mir auch Empfehlungs- oder Nominierungsliste nicht vorstellen. Jetzt einmal die Unlock-Reihe, wo ja wirklich auch schon die normalen Unlocks und Unlock Kids mit drin ist. Und ich glaube nicht, dass jetzt nochmal weitere Ausgaben nominiert oder irgendwie auf den Listen auftauchen lassen würden. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, Earthbound Rangers, super Spiel, aber definitiv zu komplex. Mythwind habe ich nicht gespielt, aber kann ich mir auch nicht vorstellen. René hat Mythwind gespielt. Ja, hat er tatsächlich. Ich sehe es tatsächlich auch nicht auch nicht beim Kenner. Ich glaube, dafür ist es zu speziell, um tatsächlich für ein breites Publikum überhaupt attraktiv zu sein. Mhm. Das ist ein richtiges Nischenprodukt, was gut ist, aber das ist nichts für die breite Masse. Die wird sich dann wahrscheinlich eher da denken, was soll das? So, ich habe meine Tipps, ich habe gerade meine drei Spiele jetzt genannt. Nicht genannt. Achso, Earthbound Rangers, ja. Ist nicht im Handel groß, ne? Oder kriegt man das? Im Moment ja sowieso nicht. Ja, aber glaube ich, ist auch nicht. Jenseits jeglicher Kategorie, glaube ich, hier. Ja, das ist. So. Gibt's irgendwie, ich habe gerade mal die Tabellen hier sortiert. Ich würde sagen, Kennerspiel ist ein bisschen klareres Bild dies Jahr. Spiel des Jahres, all over the place, würde man sagen. Ne? Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass es da jetzt, ich habe gerade noch mal versucht, die Liste vom letzten Jahr, da war es alles ein bisschen klarer. Da war Dorfromantik wirklich weiter Abstand vorne und ein Challengers auch relativ solide vorne. Ja. Wollen wir mal Spiele nennen, weil kommt hier gleich bei mir noch ein Spiel, was noch gar nicht genannt, also hier sind noch einige Spiele, die noch gar nicht genannt wurden, wo ich gesagt habe, so vielleicht hätte man die auch noch auf eine Liste packen können. Wollen wir über die reden oder wollen wir erstmal sagen, was unsere drei Tipps sind? Spannung noch ein bisschen hochhalten. Was ich vermisse zum Beispiel, Mlem wurde nicht genannt. Habe ich nicht gespielt, kann ich nicht so sagen. Es wird nicht auf meiner Liste landen, aber es gab eine kurze Zeit, ne, wo man sagt so, hey, Mlem ist eigentlich so Spiel des Jahreskandidat. So, es sieht gut aus, hat diese Spielmatte, einfach zugänglich, ein bisschen Emotionen. Das ist ja dieses Astro-Katzen-Spiel. Aber ist halt jetzt nicht genannt worden. Ich hatte im letzten Jahr das Triquetta genannt, was ich super fand. Da war auch die Frage, ist es noch
rechtzeitig erschienen im letzten Jahr. Jetzt ist es auf der DSP-Liste, es ist nicht mehr genannt worden, deswegen denke ich, dass es da auch raus ist. Ja, aber ich habe da, wie gesagt, auch ein bisschen gescannt, was so Rezensionen sagen. Da habe ich jetzt irgendwie 665. Okay. Von aus, ich glaube, es waren jeweils 10er Bewertungsrahmen. Glaube ich eher nicht, dass das gut genug angekommen ist, auch wenn es dieses Jahr. So ein Spiel, was auch noch nicht genannt wurde, was ich jetzt zuletzt kennengelernt habe, ist das Captain Flip. Was ich ziemlich grandios finde. Könnte auch sagen, es ist ein Plättchenlegespiel. Naja, nicht wirklich, aber was ich im Spiel des Jahresbereich spannend finden würde, weil es halt sehr zugänglich ist und eine schöne Push-Your-Luck-Mechanik hat. Für Familien ist das ein cooles Spiel. Dann fällt mir ein, auf bei Kennerspiel ist zum Beispiel die Weiße Burg nicht genannt worden. Die ist in meinen Augen zu komplex. Na, da nur 9 Züge, ist doch gleich schnell durch. Ist doch schnell runtergespielt. Ja, aber in den 9 Zügen willst du ja möglichst viel machen. Ja, ja. Ein Spiel, was im letzten Jahr auch zu spät kam, aber in Harald, ne, du hattest ja vorhin von Harald Schrapers Spieleregal berichtet. Da stand es dann, glaube ich, wieder rum, ne? Das war die Gilde der fahrenden Händler. Ganz genau. Was im letzten Jahr eigentlich schon das Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres 2024 schon war. Dann gab es kurzfristig Irritationen, weil das Spiel bei Skellig Games auf out of print geführt wurde. Mhm. Ja, es war halt, Skellig Games hatte auf ihrer Webseite so eine Übersicht, welche Spiele haben sie, wie ist deren Zustand, und da stand es halt als nicht mehr verfügbar und keinen Nachdruck geplant. Ich habe heute nochmal geguckt. Es steht jetzt dort als demnächst, wie hatte ich das im Discord, wie war es im Discord, wie war der genaue Wortlaut? Dass es auf jeden Fall wieder verfügbar machen wollen. Genau, es soll verfügbar gemacht werden. Und da ist dann halt die Frage so, ja, Leute, habt ihr nicht an die Gilde der fahrenden Händler gedacht? Ich mochte es jetzt nicht unbedingt, aber ich glaube, Sonja, du mochtest das schon. Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich mag das Spielerische. Wie wahrscheinlich jeden nerven mich diese Geldmarker, die auch zugleich die Punktemarker sind, die man ständig hin und her tauscht, wo eigentlich jeder sagt, ey, warum denn auch geheim halten, einfach eine Punkteleiste. Es wäre so viel einfacher gewesen. Und ich finde es vom Spielablauf ein bisschen nervig, dass du halt in 4 Runden immer wieder Material auf deinen Spielplan packst, das dann wieder abräumst, aber auch nicht alles, dass du nicht einmal so mit der Hand einmal rüber, sondern musst dann vereinzelt Steine zurücknehmen, aufpassen, dass andere Sachen liegen bleiben. Also es ist so, spielerisch mag ich es total, aber trotzdem denke ich mir in jeder Partie, boah, das nervt mich und das nervt mich, aber trotzdem will ich es auch immer wieder spielen. Was ja da eigentlich ein gutes Zeichen ist. Und da habe ich jetzt auch nochmal geschaut, also die Meinungen vieler Jurymitglieder sind doch da sehr, sehr positiv. Die merken auch alle an, dass es da so Schwierigkeiten gibt mit gewissen Dingen, aber trotzdem scheinen alle eher begeistert davon zu sein. Genau, ich habe jetzt die Skellig Games Webseite nochmal aufgemacht. Die Kategorie heißt, irgendwann in den nächsten Monaten kommen dann diese Neuheiten und Neuauflagen. Weitere Infos folgen. Also, weiß ich nicht. Ja. So, das sind jetzt die mir jetzt irgendwie so ein bisschen gefehlt haben. Ja, ich hätte da auch noch ein paar. Und also wenn wir jetzt sagen, also wir haben zum einen Ghostwriter wurde vorhin genannt als Wortspiel. Mhm. Da gibt es ja noch 2 Sachen, die auch gut bewertet wurden von vielen Jury-Mitgliedern. Und zwar ist es zum einen The Same Game, was bei Edition Spielwiese erschienen ist. Der Harald hatte das in seinem Podcast als sein liebstes Kommunikationsspiel bezeichnet. Ja. Ich habe nur 2 Partien auf dem Pressetag gespielt. Mich persönlich hat das jetzt nicht so von sich überzeugt, weil ich es auch sehr schwierig fand, da ein richtiges Wort zu finden. Es geht ja so, es gibt verschiedene Kategorien, die ausliegen und jeder bekommt dann ein Wort und kriegt dann eine Kategorie zugelost, in der es, man muss dann ein Wort aufschreiben, was in dieser einen Kategorie mit dem Wort übereinstimmt und in allen anderen nicht. Und ich fand das super schwierig und ich habe dann immer das Problem, so alle schreiben schnell was hin und du sitzt dann da und dir fällt nichts ein und alle gucken dich an und es soll losgehen und dieser Druck,
der dann, also diesen Druck mag ich nicht, obwohl die Diskussionen, die da entstehen, die fand ich schon auch interessant. Und ein anderes Wortspiel, was auch gut bewertet wurde von vielen, ist Sides von Captain Games. Mhm. Das habe ich jetzt auch einmal spielen können. Ja, es ist auch, man spielt in zwei Teams. Gar nicht, man spielt kooperativ, aber es ist halt so, ein Team guckt sich einen Begriff an, muss Hinweise geben, die andere Seite muss raten. Und man hat so Buchstaben auslegen, man darf immer ein Wort nennen, um zu beschreiben, und das muss entweder mit dem Buchstaben auf der linken Karte anfangen oder mit dem auf der rechten Karte. Dann hast du zum Beispiel da ein K liegen und da ein A, und dann darfst du entweder ein Wort mit K oder mit A sagen. Und da hatte ich zumindest, ich habe mir die Regeln durchgelesen und dachte so, oh, das klingt jetzt nicht so toll. Dann haben wir aber losgespielt und das ist schon cool. Anfangs denkst du dir, ja, wie soll ich das mit nur einem Wort beschreiben? Und da kann man doch gar nicht drauf kommen. Aber alleine dadurch, dass die anderen halt wissen, okay, sie hatten die Option zwischen A und K und haben sich für das entschieden. Also wären sie, na, also wenn wir jetzt denken, es könnte das Wort sein, dann hätte man ja mit dem Buchstaben viel besser beschreiben können. Und auch da wirklich coole Kommunikation am Tisch. Und es gelingt, also anfangs braucht man vielleicht 3, 4, also weil man dreht dann ist es, müssen sie sagen, ob es jetzt, wenn es nicht richtig war, irgendwie warm, kalt, Einschätzung geben, dann nehmen sie den nächsten Buchstaben, geben einen neuen Hinweis und dann baut sich das so auf. Und anfangs braucht man vielleicht 3, 4. Und dann gelingt es so, ein Beschreibungswort, zack, richtig geraten. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Dann hatte ich vorhin schon gesagt, Kartenspiele gibt es auch jede Menge. Da haben mir jetzt noch zwei gefehlt, und zwar Quando bei Candy Games. Mhm. Da hat man ja so Karten vorhanden, die doppelseitig bedruckt sind, aber immer verschiedene Zahlen drauf haben, von 0 bis 10. Und ja, da versucht man auch seine, also viele dieser Spiele, die ich auch dieses Jahr für würdig für so eine Empfehlungsliste mindestens halte, haben halt das Prinzip, dass man eigentlich seine Karten loswerden möchte. Und bei Quando ist es jetzt so, man kann entweder Reihen auslegen oder mehrere gleiche Karten. Wenn man einen Drilling ausspielt, dann hat man so einen Interaktionseffekt, weil immer wenn man neue Karten zieht, hat er diesen Stapel und wie gesagt, sind beidseitig unterschiedlich bedruckt. Man muss sich dann beim Nachziehen immer entscheiden, nehme ich die Zahl, die ich sehe, oder nehme ich sie mit der Rückseite auf die Hand. Und man will versuchen, möglichst Nullen auf die Hand zu bekommen, denn eine Möglichkeit, eine Runde zu gewinnen, ist, dass man nur noch Nullen auf der Hand hat. Aber immer, wenn man ablegt, muss man danach eine Karte ziehen. Aber es ist egal, wie viele Karten ich vorher abgelegt habe. Also ich kann zum Beispiel ein Drilling spielen, habe ich 3 Karten weggelegt, muss aber eine neu ziehen. Und das Schöne bei einem Drilling ist, kommt ein bisschen Schadenfreude auf, dann müssen alle, die eine Null auf der Hand haben, diese Null umdrehen, wo man eine andere Zahl auf jeden Fall wieder auf die Hand bekommt und damit der Wert der Hand erhöht ist. Denn wenn einer die Runde beendet, zählen alle ihre die Werte ihrer Handkarten und schreiben sich die auf. Und dann spielt man halt über mehrere Runden. Ja, oder man muss halt eine Karte nachziehen, wenn man keine Null auf der Hand hat. Und das hat in meinen Runden auch super angekommen. Man kann es mit 6 Spielern spielen. Zu 6 fand ich es nicht ganz so stark, weil die Runden dann teilweise sehr lange dauern. Man hat nämlich auch die Möglichkeit zu klopfen und zu sagen, ich wette jetzt darauf, dass ich die niedrigste Zahl auf der Hand habe. Dann haben alle anderen noch einen Zug. Und das funktioniert halt bei weniger Spielern besser. Also so 3, 4 ist da der Sweet Spot in meinen Augen. Und FTW hat mir bei den Kartenspielen noch gefehlt. Mhm, das habe ich hier gerade durchgestrichen. Bei 2 F-Spiele. Das habe ich gerade durchgestrichen. Irgendwie so, vielleicht hat das, also wenn, aber in welche Kategorie würdest du das packen? Wahrscheinlich schon Kenner, oder? Nee, ist ja die Opa-Spiel des Jahres. Ja, FTW, da spielst du erstmal 2 Runden und verstehst überhaupt nichts, was du da machst. Ja gut, der Zugang ist schon... ja, speziell. Aber dann würde ich es eher komplett streichen, weil das kannst du auch als Kennerspiel nicht bringen. Aber da hatte ich das Gefühl, sind die Bewertungen bei manchen Jurymitgliedern auf jeden Fall auch ziemlich gut. Ja, aber das sind so Empfehlungslistenspiele irgendwie, ne? Ja. Eins möchte ich noch nennen, weil du jetzt auch schon sagtest, bei Gilde der erfahrenen Händler könnte ja diese Änderung des Verfügbarkeitsstatus von Skellig schon mal ein Hinweis sein. Ich weiß halt nicht, also man hört ja oft, also zum Beispiel bei Palio hat man es gehört, dass hieß, naja, die Jury hat die Anleitung bemängelt, dann wurde nochmal eine neue Anleitung nach, also auch vor der Nominierung nochmal nachgeliefert.
Und ich weiß halt nicht, inwiefern die Jury wirklich Kontakt zu den Verlagen aufnimmt im Vorfeld ihrer Nominierungsbekanntgabe und sie da wirklich Zeit einräumen, wie sie sagen, wir haben ja ein Spiel, da sehen wir das, aber da sind noch so ein paar Punkte, wie zum Beispiel bei Gilde der fahrenden Händler die Verfügbarkeit. Ein Spiel, wo ich jetzt bewusst mitbekommen habe, dass es eine zweite Auflage gibt, in der ein bisschen was angepasst wurde. Ich habe es aber selber nicht gespielt, vielleicht kannst du was dazu sagen. Und zwar Schätze it if you can. Was auch von einigen Jurymitgliedern gut besprochen wird. Da habe ich jetzt vom Autor gelesen, dass es eine zweite Auflage gibt, wo es einmal eine neue Möglichkeit gibt, die Punkte zu werten, dass sie nicht mehr am Schachtelrand abgetragen werden, sondern ich glaube, es gibt irgendwie einen Spielplan. Und dass sogar an einer Wertung noch mal ein bisschen geschraubt wurde. Ja, weil die Wertung der letzten Runde ist, versteht kein Mensch, die ist jetzt. Ja, genau, irgendwas mit letzte Karte stand dabei. Oder ja, die ist eine ganz große Scheiße. Also ganz ehrlich, die mussten wir, zumindest wirklich ein paar Abende hintereinander mehr oder weniger gespielt haben, und dann mussten wir es jedes Mal nachgucken, wie denn jetzt diese letzte Wertung, weil die ist so untypisch und zu dem anderen, was du vorher machst, halt, also sie versuchen da halt irgendwas und ich weiß schon wieder nicht mehr, wie es geht, also keine Ahnung. Und da haben sie jetzt einfach die normale Wertung, die du halt durch die ganze Partien spielst, gemacht und das andere ist dann die Anführungszeichen Profi-Variante. Also, und das mit den Zählen war auch eine ganz große Scheiße. Ich glaube, die haben jetzt Punkte-Chips einfach eingeführt. Und wie gesagt, also spielerisch kann ich nicht so sagen, aber das wäre für mich so ein Hinweis, wo ich denken könnte, wenn die Jury das wirklich macht, dass sie da bei bestimmten Spielen auf die Verlage zugeht, könnte das ja vielleicht dafür gesorgt haben. Und bei Spielstars hatte ich lange Zeit noch Heiße Hexenkessel auf dem Schirm. Das ist auch letzten Sommer schon erschienen, also Frühjahr, Sommer, wo man auch nicht sicher war, in welchem Jahrgang zählt ist. War bei Harald Schrapers auf jeden Fall für den neuen Jahrgang aufgehoben. Ich habe eine Partie auf der BerlinCon spielen können. Mir hat es Spaß gemacht. Ist nicht Schwerkraft? Das ist Schwerkraft. Das ist Leichtkraft. Viel Erfolg. Leichtkraft? Ja. Wurde aber auch gut besprochen. Aber ich weiß, Udo Bartsch, dem hat es nicht so sehr gefallen. Es hat ein cooles Element, weil du halt diese Hexenkessel hast. Das sind halt so kleine 3D-Aufsteller, wo du halt wirklich einen Hexenkessel hast. Da brauchst du dir was zusammen. Es ist sehr interaktiv, weil du immer versuchst, dass du beim Spieler neben dir irgendwas so überschwappen zu lassen. Und ja, aber das wurde da ein bisschen gehypt in Bichermann, als es rauskam, wurde es gut besprochen, aber da habe ich jetzt auch zuletzt eigentlich wenig von gehört. Heiße Hexenkessel hatte ich irgendwie was anderes im Kopf. René, du hast bestimmt auch an was anderes gedacht, oder? Heiße Hexe? Hier ist was zu essen. gibt's pappige Hamburger bei Heiße Hexe. An der Tanke. Gut, ich will es auch nicht zu sehr sehen, aber ich hätte beim Kennerspiel des Jahres noch was. Einen habe ich noch. und zwar, was ich für einen heißen Jurykandidaten mindestens für die Empfehlungsliste halte, ist Pan Am, obwohl ich es nicht gespielt habe. Mhm. Aber wenn man sich Rezensionen anschaut, ich weiß nicht, Arne, hast du das jetzt schon mal gespielt? Ich habe es gespielt, ja. Mehrfach. Ja, ich fand's okay. Ja, ich fand's, ja. Ich will jetzt die grafische Aufmachung jetzt nicht hermachen, aber das ist so ein Spielplan, der ja so nordpolzentrisch ist. Das ist nur eine Kleinigkeit eigentlich, aber ja, warten wir mal ab. Dann noch ein Tribes of the Wind. Das ist auch so ein letztes Jahr. Wo auch Jahr. Früh schon gesagt wurde, das könnte was sein. Ist jetzt glaube ich, auch so ein bisschen versandet. Mhm. Mir hat es schon gefallen. Ich fand es aber sehr unpraktisch. Wir haben es einmal zu fünft gespielt, an einem relativ kleinen Tisch. Das Problem ist, jeder hat halt so Kartenständer vor sich. Und die anderen sollen halt die Kartenrückseiten sehen, aber eigentlich die Vorderseiten nicht. Wenn man jetzt aber direkt nebeneinander sitzt und gerade zu fünft an einem kleinen Tisch, ist es einfach gar nicht logistisch machbar. Ja, und da sehe ich jetzt auch nicht so, dass, also klar, dieses, weil wenn ich eine Karte spiele, dann kommt es irgendwie darauf an, welche Kartensymbole bei anderen ausliegen, bei den Mitspielern links und rechts von mir. Also es hat da schon so eine interaktive Komponente. Aber was ich eigentlich mache, das mache ich nur auf meinem eigenen Tableau. Da versuche ich halt irgendwie Müll wegzuräumen, damit ich dann da irgendwas erbauen kann.
Und im Endeffekt ist es ein Wettrennen, wer da zuerst eine gewisse Anzahl geschaffen hat, dann endet die Partie. Ja, war okay, aber es ist jetzt für mich auch nicht so, dass ich sagen würde, also ich persönlich würde es halt nicht auf eine Liste setzen, hat aber auch gute Bewertungen von vielen Jurymitgliedern bekommen. So. Hast du noch einen? Also ich habe schon ein paar Sachen auf meiner Liste, aber wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht alles durchgehen. Ich glaube, wir wollten die 3 Stunden nicht machen, ne? Aber ja. Da ich zwischen rausgeflogen bin, steht mein Rekord bei 24 Minuten. Ja, so, so. Ne? Nee, meiner steht bei was anderem. So, René, was sind denn deine Tipps? Ja, ich schließe mich vielen der Hörer an oder einigen der Hörer an, die auch schon im Discord sagten, ich habe doch gar nichts gespielt von dem Zeug. Das fand ich eine spannende Diskussion. Da wollte ich vielleicht doch noch mal ganz kurz. Entschuldigung, René, aber ich hatte ja im Discord drauf hingewiesen irgendwann mal, und da habe ich noch mal so eine Schubsnachricht hinterhergeschrieben, und da haben viele geschrieben, ja, nee, der neue Jahrgang interessiert mich irgendwie gerade gar nicht. Fand ich auch eine spannende, also klar ist das hier nur irgendwie unsere kleine Discord-Bubble, aber haben wirklich viele gesagt so, ja, ich bin nicht informiert, ich weiß nicht, was los ist, dann wird Dead or the Head irgendwie auf die Liste gepackt. So, fand ich auch eine spannende Erkenntnis, dass kaum was gespielt wurde, so, Oder es ist halt unser Problem. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. René schreibt auch nichts. Ja, ich komme auch nicht auf 3, wo ich jetzt guten Gewissen sage, die habe ich überhaupt gespielt. Deswegen begrenze ich mich auf jeweils ein Spiel pro Kategorie, wo ich weiß, die habe ich gespielt, die sind auch in unseren Listen auch relativ weit oben. Und einmal würde ich tatsächlich bei Mycelia mitgehen. Mhm. Hast du gespielt? Habe ich gespielt, fand ich gut, wird hier immer noch gespielt. Also genau, zu der warum wir so wenig von den Spielen gespielt haben. Das liegt bei uns definitiv einmal an mir, weil ich momentan zu nicht viel komme. Andererseits aber auch daran, dass jetzt alle Familienmitglieder so weit sind, in dem Alter sind, dass wir gemeinsam spielen können. Und da ist selten der Wunsch, jedes Mal was Neues, sondern eher bekannte Sachen zu spielen. So dass, wenn wir gemeinsam was machen, dann machen wir Sachen, die jeder kennt, wo wir keine Regelerklärung oder sonstigen brauchen oder gerade die Kleine auch gut mitspielen kann. Deswegen wird das, was ich eh schon selten mache, noch seltener, also so rote Kategorie. Wir spielen eher alte Sachen oder gut abgehangene Sachen. So, deswegen Mycelia bei Rot und das andere habe ich ja schon reingeschrieben. Hast du bei Emission einen Punkt gemacht? Ich habe dir das schon reingeschrieben in deine Tabelle, ja. Ja, wobei ich natürlich auch mit Heat sehr gut leben könnte. So, dann schreiben wir dir da noch einen Heat rein, das ist ja gar kein Thema. Hast du auch gespielt? Ja. Cool, gerade hast du bei Rot noch irgendwas gespielt? Siehst du heute ein Paper? Ja, Kuka König würde ich aber. War letzter Jahrgang. Ach ja, scheiße, stimmt. Streiche mal hier mal durch, sonst werde ich hier noch komplett verwirrt. Nein, aber wie gesagt, Kuka König haben wir gespielt. Den Kindern hat es gefallen. Ich würde sagen, nein. Nicht so. Genau so sehe ich das auch. Ich würde es auch mit den Kindern wieder spielen, wenn die das wollen, aber ich brauche das dann doch nicht. Gut. Sonja, möchtest du oder ich? Für dich. Ich kann weitermachen. Ja, dann machen wir weiter. Ich bin da teilweise auch gar nicht so weit weg von René. Ich war mit Kennerspiel des Jahres. Du hast auch nichts gespielt? Wie ist das denn passiert? Ich schreibe mal E-Mission schon mal hin. Von den Titeln, die am Ende rauskommen. Ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, dass ich das nächstes Jahr einfach den Dimmi, den Boardgame Geek, überlasse. Weil wir haben zumindest jeweils 2 von 3 Übereinstimmungen. Also beim Kennerspiel des Jahres glaube ich daran, dass Mischwald nominiert wird und E-Mission. Ich würde da jetzt noch Bierpioniere nennen. Mir geht es darum, ich wollte jetzt nur Spiele nennen, die ich auch wirklich gespielt habe. Mhm. Und wie ich vorhin schon sagte, Bierpioniere
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwo auftaucht beim Kennerspiel. Würde aber fast vermuten, dass es aufgrund der Komplexität eher auf der Empfehlungsliste landet. Mhm. Wobei wir drei da ja auch durchaus unterschiedliche Meinungen haben, ob Spiele, die für ein Kennerspiel des Jahrespreis zu komplex sind, dann überhaupt Archinova-Move oder Wasserkraft-Move empfohlen werden sollten. Also das sind meine drei Tipps fürs Kennerspiel des Jahres. Mhm. Und beim Spiel des Jahres würde ich auch Mycelia nennen. Wobei ich jetzt mittlerweile das Gefühl habe, dass, also das war auch so ein Spiel, wo als es rauskam, dachte ich, ja, auf jeden Fall, das hat Spiel des Jahres Potenzial. Jetzt sind ja so ein paar Rezensionen veröffentlicht worden. Da sind gute dabei, ziemlich gute, sind aber auch eher durchwachsene dabei, die halt sagen so, ja, wie dieser Aufbau, der ist so schön und gut, das ist irgendwie ein schönes Element, fordert auf zum Spielen, aber eigentlich ist es auch irgendwo unsinnig. Was, und, die Drehscheibe? Ja, die Plätzchen da abzulegen. Die ist essentiell, René, was sagst du denn dazu? Die ist ja wohl essentiell, diese Drehscheibe, oder? Für die Kinder auf jeden Fall. Für die Kinder ist das. Ist ja auch nicht meine Meinung. Ich sag gerade, was ich in Rezensionen gelesen habe von Jurymitgliedern, die halt nicht so begeistert von Mycelia sind. Wenigstens steht sie nicht im Weg rum, also. Ja, und man vergisst zum Beispiel nicht dieses Auswürfeln, das man neu hinlegen muss. Genau. Weil es ja automatisch da ist, dadurch, dass der Würfel damit rauskommt. Ja, ich finde es gut, wie vorhin schon angesprochen, gibt es vielleicht ein paar Probleme beim Einstieg mit der Symbolik. Trotzdem ist es für mich nach wie vor ein Kandidat. Dann von den drei Wortkommunikationsspielen hat mich persönlich Ghostwriter am meisten überzeugt. Deswegen würde ich das nennen. Auch wenn ich jetzt nach den letzten Veröffentlichungen tippen würde, dass The Same Game die Allgemeinheit in der Jury ein bisschen mehr überzeugt hat. Mhm. Und ja, mein Spiel des Jahres ist auf jeden Fall Sky Team. Wie gesagt, ich sage, es könnte Spiel des Jahres werden, weil das erste Level wirklich noch zugänglich ist und dann einfach immer mehr Regeln hinzukommen. Ich weiß, es hat viele Faktoren, wo ich sage, das wirkt, aber es ist einfach so ein tolles Erlebnis. Und auch die ganzen Rezensionen, die ich gelesen habe, auch von den Jurymitgliedern, sie sagen wirklich alles, es ist ein super Erlebnis. Und ich finde, sowas sollte dann auch Spiel des Jahres werden. Das erste Level von Zug um Zug Legacy ist auch sehr einfach, hast du gesagt. Aber da sagst du aber auch, es ist kein Kennerspiel, es ist kein Spiel des Jahres. Ja, das ist aber auch, das entwickelt sich und das ist ja auch darauf angelegt, dass du es als Kampagne spielst, dass du es von vorne nach hinten spielst. Sky Team kannst du wahrscheinlich auch Spaß haben, wenn du 10-mal hintereinander Level 1 spielst. Ich wollte das nur mal einwerfen. Ja, aber wie gesagt, also ich denke auch, dass es ein Panel ist, dass es in anderen Jahrgängen vielleicht auch eher zum Kennerspiel des Jahres gependelt hätte. War auch meine erste Einschätzung, aber jetzt auch gerade verglichen mit dem, man schaut sich erstmal so alle Spiele an, was gibt es da, was waren besondere Spielerlebnisse, was möchte man auf so eine Liste setzen. Und in dem Gesamtbild würde ich Sky Team eher beim Spiel des Jahres einordnen. Auch wenn gerade so, dass es nur für genau zwei Spieler ist, das vielleicht ein bisschen hemmen könnte. Aber ich meine, dass Harald Schrapers gesagt, geschrieben, ich glaube, ich habe im Podcast darüber erzählt, wo er meinte, man könnte es auch in Teams gegeneinander spielen. Genau. Und es wäre ja ähnlich gut angekommen sein, Gruppen wie Dorfromantik im vergangenen Jahr. Harmonies wäre bei dir Kenner, ne? Hast du gesagt. Okay. Sky Team und Harmonies haben fast die gleiche Komplexität. Egal. Das Pendel schlägt zu. Ja, aber wie gesagt, Harmonies habe ich halt nur eine Komplexität und bei Sky Team fängt es halt easy peasy an. Und man bekommt dann zwar irgendwas dazu, aber man wird ja auch erfahren dadurch. Also durch das Spiel, dadurch, dass man spielt, bekommt man einen besseren Zugang dazu und ich dann finde ich es auch okay, die Komplexität immer ein bisschen zu steigern. So, dann will ich auch mal, ne? Ich nehme tatsächlich auch ein Spiel auf die Liste, was ich nicht gespielt habe. Da verlasse ich mich einfach auf euch und auf die Hörer. Emission. Ja, Emission oder Emission. Glaube ich schon, dass das jetzt gerade so auch in diesem Der Spiel des Jahrespreises ist ja nicht politisch, aber so in diesem politischen Umfeld oder in dieser gesellschaftlichen Diskussion wahrscheinlich gar nicht so ein schlechtes Bild auch ab
ist ja kein, du kannst es ja auch gegen die Wand fahren, das Spiel. Das ist natürlich auch scheiße, aber so dieses, wir kümmern uns mal um den Klimawandel, merken, wie schwierig das ist. So, ich glaube, das könnte eine schöne Diskussion halt auslösen. Ja, ich finde aber auch wenn es schief geht, also du hast ja noch nicht gespielt, aber ich finde auch, wenn es schief geht, dann ist dann trotzdem motiviert, okay, dann machen wir es einfach nochmal, jetzt noch was besser. Und selbst wenn es dann gelingt, dann denkst du dir, okay, jetzt probieren wir mal, ob das nochmal gelingen kann. Mhm. Und ja, also ich finde es halt auch besonders, dadurch, dass halt dieses Eiferspieler-Phänomen da ein bisschen abgemeldet wurde, weil eben jeder hat sein eigenes Tableau, seine eigene Kartenauslage. Klar kann man sich ein bisschen helfen, unterstützen, aber es ist halt schwieriger für einen Eiferspieler zu sagen, so du machst jetzt das, du machst das. Ja, und da finde ich es ein gelungenes Spiel. Weil ich gerade überlege, dann, wären es bei meinen Tipps in beiden Kategorien kooperative Spiele, aber möglich. Dann machen wir weiter. Ja, dann bleiben wir beim gleichen Trendthema. Mischwald ist für mich auch ein gesetztes Spiel. Und also wir retten erst die Erde, dann bauen wir einen schönen Wald auf und dann fahren wir mit Rennautos da durch. Ich muss einfach das Heat nochmal auf diese Liste setzen. Ich habe gerade das Sky-Team bei mir nochmal durchgestrichen, weil ich dachte, ich habe letztes Jahr so auf Heat gehofft und ich hoffe einfach immer noch weiter. Wahrscheinlich ist das wieder mein Odd-Pick, also mein Pick, der vielleicht keine Chancen hat, aber im letzten Jahr vielleicht wäre es vielleicht besser gewesen. Also ja, hätte, Fahrradkette, ne? Nee, wäre, Fahrradkette heißt das. deswegen E-Mission, Mischwald, Heat. Das finde ich eine interessante Liste auf jeden Fall. Und beim Spiel des Jahres habe ich auch öfter jetzt noch hier nochmal eins, zwei durchgestrichen. Das Spiel ist, wie gesagt, noch nicht lange in der Familie, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das bei uns so das Sommerspiel, bei uns war es letztes Jahr so das Akropolis, so das Sommerspiel des Jahres. Ich glaube, Captain Flip könnte bei mir jetzt, könnte das dieses diesjährige Spiel sein, weil es so schön zugänglich ist, man kann es auf der Terrasse spielen. Man hat diese leichte Entscheidung, so ich ziehe halt so ein, ich habe das Spiel auch gar nicht groß erklärt, aber man zieht ein Besatzungsmitglied aus dem Beutel, muss halt überlegen, ob ich den auf mein Schiff bauen möchte, also einbauen möchte. Das ist ganz einfach, du baust von unten nach oben. Die haben alle irgendwie eine Fähigkeit. Oder du darfst halt entscheiden, wenn derjenige nicht passt, darfst du einmal entscheiden, das umzudrehen, das Plättchen. Du weißt halt nicht, was auf der Rückseite ist, aber dann musst du den auch einbauen, der auf der Rückseite ist. Es gibt auch welche, die jetzt so ein bisschen mehr Push Your Luck noch bringen. Also die geben dann halt sehr viel Geld, aber wenn du drei von denen hast, hast du automatisch verloren. Und also das ist, ich finde das richtig cool, so im Familienkontext. Oder ist es, weil ich gerade so ein bisschen in meiner Honeymoon-Phase damit bin, kann natürlich auch sein. Aber die Kinder verlangen es und Frau hat es auch jetzt schon mehrfach spielen wollen. Also das ist ein sehr gutes Zeichen. Dann packe ich auch noch das Mycelia drauf, weil das uns im letzten Jahr wirklich auch so begeistert hatte. Das hatten wir schon mit in Dänemark, ne? Das war schon letztes Jahr. Genau. Wann kam denn das? Oh, das muss ja dann schon. Kurz vor dem Spiel kam das. Also nee, Ravensburg hat ja, glaube ich, im September. Nee, das hatten wir ja schon in Dänemark. Im Sommer hatten wir das ja schon, hatte ich das ja. Ja, du hattest doch irgendwie so eine extra frühe, weiß ich gar nicht, aber Charge bekommen. Keine Ahnung. Oder hatte ich weiß nämlich, dass ich das erst auf der Messe dann gekauft habe und du es aber schon in Dänemark dabei hattest. Okay, ja. Kann sein, ich hatte es auf jeden Fall im Sommer schon dabei und wir haben es gespielt und fand es richtig cool. Und das Spiel, was mich halt auch wirklich so in seiner Einfachheit begeistern könnte, ist für mich das Trio. Das ist auch wieder mein Außenseiter-Tipp. Naja, so ein Außenseiter ist es ja nicht, aber ich weiß halt nicht, wie viele Chancen es tatsächlich hat. Ich hätte auch einen Botanicus draufpacken können oder ein Harmonies, Schnitzeljagd, weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt für Trio entschieden, weil ich das irgendwie am coolsten finde. So, René, haben es geschafft. liebe Hörer, wenn ihr noch mitmachen möchtet, kommt einfach auf den Discord und diskutiert einfach dort weiter mit uns zu der Sendung und schreibt vielleicht mal eure drei, nee, das haben sie ja schon alle gemacht, ne? Aber die es noch nicht gemacht haben, und was wir für ein Mist da verzapfen. Ich bin mal gespannt, also wenn ich so gucke, so Captain Flip Mycelia Trio oder Captain Flip Mycelia Botanicus oder was auch immer.
Aber wir sind uns einig, dass gefühlt irgendwie so im Kennerbereich das schon ein bisschen stärker ist dies Jahr, oder, Sonja? Ja. So. Spiel des Jahres habe ich halt auch vieles auf dem Zettel, aber das sind also gerade so Kartenspieljahrgang halt vieles, wo ich sage, ja, das ist, passt auf eine Empfehlungsliste. Oder passt nicht, ne? Würde ich jetzt aber eher nicht so als Nominierung sehen. Weil es, ja, aber es gab halt viel, viel Gutes, aber ob es dann gut genug ist, muss die Jury zum Glück entscheiden und nicht ich. Genau, dafür werden wir nicht bezahlt. Dafür werden die bezahlt. Boah. Gut, René, du hast es geschafft. Wieder ein Jahr geschafft. Zitterfolge des Jahres. Gut, wie haben wir sonst noch irgendwas für unsere Hörer? Nächste Woche wissen wir noch gar nicht, was wir da machen, ne? Gucken wir mal. Genau, werden schon was finden. René hat der Redebedarf für was anderes. Vielleicht machen wir das mal. Von mir aus gerne. Alles klar. Gut, kommt gut durch die Woche. Jetzt haben wir fast doch, ich glaube, 2,5 haben wir jetzt. Bisschen kürzer gewesen dieses Jahr. Nächstes Jahr machen wir noch zwei, nur 2 Stunden. Schaffen wir das? Darf René nicht so viel reden? Nee, Genau. ich halte mich bedeckt. Alles klar, macht's gut. Tschüssi. Bis dann. Tschüss. Tschüss.